Seid gegrüßt, wir reagieren heute auf die 23. Folge von Nachschlag, der Talkshow, wo der ehemalige linken Politiker Dieter Dehm, der Publizist Paul Brandenburg und der Journalist Kevan Sofisiyavash immer drei aktuelle Schlagzeilen miteinander diskutieren. Wir werden dieses Mal über die aktuellste Schlagzeile der Woche abstimmen, denn dieses Mal gucken wir nicht auf YouTube, sondern wir gucken auf theplatform.net, da das Ganze auf YouTube nicht verfügbar ist. Und wir werden dann auf nachschlag.express auch über die Schlagzeile der Woche dieses Mal abstimmen. Dieses Mal reagieren wir nämlich tatsächlich früh genug auf die Folge von Nachschlag, dass wir bei dieser Abstimmung mitmachen können. Naja, fangen wir an. Die erste Schlagzeile des heutigen Tages steuert Dieter Dehm bei. Sortieren mit 22,79%. Dieter, knapp daneben, aber die nächste Chance kommt jetzt, denn du sagst, nicht länger im Netz verrotten, live nach draußen gehen. Ja, was heißt das? Viele fühlen sich unglaublich omnipotent, wenn sie in ihrer Bubble, auf ihrem Facebook-Kanal, auf ihrem Twitter-Kanal, auf TikTok, auf Instagram dann ihre Meinungen nach draußen geben und glauben, damit haben sie einem widerständigen Geist genug Nahrung gegeben. Sie verkennen erstens die Zensurmöglichkeiten, die es hinter den Plattformen gibt, und sie verkennen auch natürlich die Zensurmöglichkeiten, die es ganz offiziell gibt und die auch mit dem Digital Act und anderen Gesetzen ja nochmal forciert werden. Aber sie erkennen zum Zweiten auch nicht, dass die eigentliche Power nicht im Netz stattfindet, weil es gar keine Zählmöglichkeit gibt. Und es gibt auch dieses mir als Künstler wohlvertraute Gefühl der Selbstvergewisserung nicht, dass zum Beispiel, wenn ein Kabarettist früher in meinen jungen Jahren, Dieter Hildebrandt, Wolfgang Neuss, andere, einen harfen Scherz gegen die Macht, zweimal alliterativ jetzt, und das Publikum klatscht, dann klatscht das Publikum ja nicht nur zu dem Künstler auf der Bühne da oben, sondern auch um sich selbst bei sich zu selbst vergewissern, dass sie auch ebenso subversiv und auch so oppositionell denken. Dieser Effekt findet nur selten im Netz über die eigene Bubble hinweg statt. Erstmal zu den Zensurmaßnahmen. Ich verweise da nur auf die wohlvertrauten Anwesenden. Erstmal Paul Brandenburg, der natürlich nachher hoffentlich jedenfalls von mir animiert sich fühlt, mal seinen letzten Joke zu sagen, der mich auch wirklich fassungslos hinterlassen hat. Dann Kevan, der ja auch das Land verlassen hat. Es gibt ja noch ein paar andere, Boris Reitschuster und so, die das Land verlassen haben. Ist ja eigentlich traurig. Und da erinnere ich auch an RT Deutschland, die eben auch abgetreten haben. Und dieses Land, was sich so viel einbildet auf seine Liberalität, auf seine Pluralität, sorgt dafür, dass Menschen das Land verlassen, dass man nicht zu Wort kommt, verträgt auch die Meinung nicht. Sonst könnte man ja sagen, wir lassen Russia Today eingeschaltet, zeigen dem Putin mal, was wirkliche Demokratie ist, zeigen mal, wie man mit Dissidenten umgeht. Bei uns wird das diskutiert. Nein, es wird weggeschaltet. Dann haben wir natürlich, wenn wir Snapchat machen, das ist nur was für Kids, da kannst du kaum kompliziertere Inhalte kontextualisieren, wie man heute neuhochdeutsch sagt. Odyssee hat eine minimale Reichweite noch. Ich empfehle trotzdem auch den zusätzlichen Gebrauch von Odyssee, weil es eben auch vielleicht für die... Hey, das ist ein gutes Stichwort, um Eigenwerbung zu machen. Dieter Dehm empfiehlt hier gerade Odyssee, um unabhängiger von beispielsweise YouTube zu werden. Ich bin auch auf Odyssee verfügbar. Abonniert mich also bitte nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Odyssee, damit wir eben unabhängiger von YouTube werden. Zu diesem anderen Punkt, dass wir mehr rausgehen sollten, sage ich, glaube ich, zum Ende von Dieters Schlagzeile noch mal was. Das wird er jetzt ja noch ein bisschen ausführlicher begründen. Ist grundsätzlich ein richtiger Punkt. Wenn man sich im realen Leben trifft, dann ist das eine ganz andere Verbindung, als wenn man das Ganze nur über Internet macht. Aber übers Internet ist es halt einfacher. Also es ist einfacher, so ein Video zu produzieren und damit tausende Menschen zu erreichen, als eine Veranstaltung mit tausenden Menschen zu organisieren. Ist einfach so. Und es ist einfacher, sich so ein Video anzugucken, wo man dann die gleichen Informationen mitnehmen kann, als wenn man zu einem Vortrag geht, der in Real Life stattfindet. Ist nun mal so. Also kann man jetzt schlecht finden, aber das, was einfacher ist, wird natürlich eher gemacht und eher wahrgenommen. Sicherung der Daten, der Videos, der Talks, dann eine gewisse
Chance bietet, aber es hat eben keine Algorithmen. Das heißt, du kannst nicht nach oben katapultiert werden, was, da komme ich dann auch gleich drauf, der Klassiker YouTube ja auch nur mit sehr großen Einschränkungen nur sehr widerwillig tut. TikTok, ziemlich großer Aufwand. Und ja, auch da ist die Einschränkung für die Inhalte eher vorgegeben, also einen komplizierteren Inhalt, wie wir ihn gelegentlich hier bei Nachschlag Express diskutieren, nicht so einfach. Rumble, wenig Reichweite, aber auch eine Backup-Chance, auch eine Chance, Daten zu sichern. Dann kommt dieses Twitter, also das X. Da ist das Problem, dass du natürlich einen Elon Musk hast, der jetzt gesagt hat, also er ist dafür, diese woke Gedankenpolizei nicht mehr zu haben. Dann hat er aber sein Personal so runtergefahren, dass hier doch in Deutschland offensichtlich zweierlei passiert. Erstens, du kannst relativ schnell auch wegen eines nicht woken Inhalts eine übergebacken bekommen. Und zweitens, du hast eben, wenn du eine antideutsche Gang hier unterwegs hast, also irgendeine Art Antilopen-Gang, die können mittlerweile mit ihren Techniken dich runterdrosseln. Das heißt, du sitzt dabei und siehst förmlich, also wenn dir angezeigt, nur so ein Phänomen von meinem letzten Twitter-Space, die werden angezeigt, 1000 so und so viel Teilnehmer. In Wirklichkeit waren es aber 37.000. Und von den Angezeigten hast du innerhalb von 3 Minuten bei Kritik an der israelischen Regierung, so wirklich geschehen, mit einem Schlag 800 verloren. Sind einfach weg. Ich habe die Leute jetzt mehrfach aufgefordert, uns zu melden, was da mit ihnen eigentlich geschieht, sich wieder einzuwählen. Wir sind da der Sache auf der Spur, aber das ist ein echtes Problem. Und das ist wahrscheinlich nicht geschuldet der inneren Technik von Twitter X oder Twitter Space, sondern das haben Antideutsche einen Trick gefunden, da sich eben auch einzudrängeln, so wie sie das anderswo auch tun. Dann hast du Facebook, da kannst du alle möglichen Art von Zensuren gleich obendrauf bekommen, wenn du irgendwas machst, was nicht der Gesundheit, der Volksgesundheit oder der politisch korrekten Meinung dient, kann dir relativ schnell auf Facebook passieren. Und dann hast du YouTube und da hast du das Problem, das haben wir jetzt rausgekriegt, dass bei uns nur 10%, gerade bei der Monetarisierung, gerade für die, die auch angewiesen sind, um dort Geld zu verdienen, nur 10% angezeigt bekommst. Also wir kriegen 5.000 angezeigt, haben 50.000. Das ist die nackte Wahrheit. Dann hast du ein Shadowbanning, da wird dann hoffentlich Paul auch noch ein bisschen was dazu sagen können, weil das hat mich ja wirklich vom Hocker gehauen, was dir da widerfahren ist. Um das mal zu resümieren, wir saßen zusammen, der wunderbare Jens Fischer-Rothrean, der auch die Musik hier für Nachschlag Express macht, der ganz viel macht für Julian Assange, der früher ja Gitarrist auch bei Konstantin Wecker war und ein unglaublich nachdenklicher Musiker ist. Also ich sage das, weil ich viele Musiker für blöd halte. Viele Musiker, mit denen ich gearbeitet habe, ich für Fachidioten, die sind doll auf dem Griffbrett. Jetzt würde mich interessieren, welche das sind, aber ich glaube, das sage ich dir dann nach der Sendung. Aber dann sind die eigentlich nicht interessiert an irgendwelchen Verwendungszwecken ihrer Musik und stellen die einfach zur Verfügung. Ja, das kann man ja machen, um Geld zu verdienen, aber wenn man so überhaupt nicht mehr nachdenkt, für wen man und was man da arbeitet, dann ist das blöd. Aber der ist ganz toll, der denkt nach und der ist wirklich unglaublich verantwortungsbewusst für die Welt und für die Dinge, die er da betreibt. Wir saßen zusammen mit dem Frank von uns und mit dem Sänger Guido, der diesen Assange-Song, den ich da geschrieben habe, ganz toll im Netz gemacht hat. Und haben darüber nachgedacht, was machen wir eigentlich, damit unsere Lieder, die ja, also ich meine, ich habe die nicht nur 1000 Mal berührt geschrieben oder Monopoly oder was wollen wir trinken, sondern ich habe ja auch andere geschrieben und ab einem bestimmten Punkt finden die dann nicht mehr statt. Natürlich nicht im Radio mehr. Früher lief das im Radio, mittlerweile gibt es sogar Hinweise, bitte von diesem Dieter Dehm nicht mehr 1000 Mal berührt zu spielen, richtige Ukas. Was machen wir, dass unsere Song... Du hast vor ein paar Jahrzehnten mal einen erfolgreichen Schlager geschrieben, dann äußerst du dich einmal politisch nicht konform zur aktuellen Linie, sei es zum Ukraine, zum Nahostkonflikt, zu was auch immer, lässt sich dann mit so gefährlichen Leuten wie dem Kevan Sofisiyavash sehen
Und schon dürfen deine Schlager nicht mehr gespielt werden. Es ist völlig absurd, welche Ausmaße die Cancel Culture mittlerweile angenommen hat. Verbreitet werden. Und wir haben dann gesagt, wir können uns nicht mehr auf die sozialen Medien verlassen, nicht mehr im Netz verrotten, raus auf die Straße gehen. Wir haben uns dann entschieden, am 1. September plus dem Vortag, 1. September ist ein Sonntag, es ist der Tag, an dem das Deutsche Reich, also Hitler-Deutschland, den Zweiten Weltkrieg begonnen hat und Polen überfallen hat. Das ist der Antikriegstag weltweit, Weltfriedens- oder Weltantikriegstag. An diesem Tag ein Konzert in München zu machen. Wir haben auch schon mit den Münchnern gesprochen, die tolle Veranstaltung dort schon auf die Beine gestellt haben mit Jürgen Todenhöfer, mit vielen anderen. Und haben gesagt, wir müssen uns mindestens einmal im Jahr, wenn nicht sogar zweimal im Jahr, live treffen. Wir müssen das, was wir medial mit unseren Netzen machen, ich komme auch jetzt schon zum Schlusse, wirklich auch auf die Straße bringen. Es muss eine Korrespondenz zwischen dem Live-Event geben und dem, was wir hier im Netz betreiben. Nicht, indem wir das Netz jetzt irgendwie vernachlässigen. Exakt. Und das ist der wichtige Punkt. Man sollte jetzt nicht sagen, das eine, das müssen wir über alles stellen und das andere spielt keine Rolle mehr, denn übers Netz kann man sich halt vernetzen. Da kann man überhaupt erst mit Personen in Kontakt treten, die sich für die gleichen politischen Dinge einsetzen. Sondern indem wir es verbinden mit Live-Auftritten. Und deswegen, das habe ich aber auch schon mehrfach in dieser Sendung und anderswo gesagt, würde ich eben appellieren, verlasst euch nicht so sehr auf eure Bubble, verlasst euch nicht so sehr auf Facebook, Twitter und Co., verlasst euch auch drauf, wieder so wie früher, gelegentlich auch mal mit Plakate kleben, Handzettel verteilen oder anderem, plus den sozialen Medien wirklich auf der Straße zu zeigen, wir sind für Frieden mit Russland. Wir sind für einen Interessenausgleich mit China. Wir sind auch für die Rechte der Palästinenser und Palästinenserinnen, ohne uns die Schuhe der Hamas anzuziehen. Wir haben diese Meinung, wir treten für diese Meinung ein. Und wo wir sie nicht gendern, wollen wir auch gehört und nicht geshadowbanned werden. Schluss. Ja, okay. Ja, definitiv. Und weil es gerade einer schreibt, Anti-Spiegel TV wurde gerade auf YouTube gesperrt. Das ist noch ein weiteres Beispiel für die völlig willkürliche Zensur, die auf diesen Plattformen stattfindet. Vor kurzem auf Twitch demonetarisiert. Also es herrscht ein politisch motiviertes Willkürregiment, was unpassende Meinungen aus dem Diskurs aussortieren will. Und wie gesagt, auf YouTube, da hat nämlich gerade einer im Chat geschrieben, Anti-Spiegel würde da noch existieren. Ja, Anti-Spiegel, aber nicht Anti-Spiegel TV. Das waren zwei unterschiedliche Kanäle. Diese Zensur, die findet stückchenweise statt. Einige Kanäle, die dürfen stattfinden, wenn sie sich in bestimmter Form ausdrücken oder auch nicht. Es gibt ja keine objektiven Kriterien, nach denen man sich richten müsste. KenFM war jahrelang auf Sendung und plötzlich waren sie weg. Ich glaube, immer wenn du eine zu große Reichweite erreichst, wenn du zu schnelles Wachstum hast und zu kritische Dinge sagst, dann bist du weg. Antispiegel TV war jetzt ein bisschen fescheres Format als Antispiegel. Da gibt's ja immer diese 2 Stunden langen Tacheles-Sendungen. Die sind auch nicht für jeden was. Und da hat YouTube gedacht, Mensch, das ist ein schnell wachsender Kanal. Die verbreiten die gleichen Sendungen wie ein Tacheles, nur erreichen hier jetzt noch eine jüngere Zielgruppe wahrscheinlich, einfach weil es kürzere Videos sind, die ein bisschen anders aufgemacht sind, die den Spiegel-TV-Sendungen mehr ähneln. Das wollen wir dann doch nicht haben. Also, ja, wie gesagt, wir erleben eine politisch motivierte Zensur, die keinen klaren Regeln unterworfen ist. Deswegen sollten wir immer davon ausgehen, dass wir die Nächsten sind. Das ist nichts, was uns jetzt in Sicherheit wiegen sollte, dass es einige kritische Kanäle noch gibt, sondern ganz im Gegenteil. Wir sollten uns immer gewiss sein, dass hier versucht wird, zu dosieren, welche Stärke diese kritischen Kanäle haben dürfen. Wenn sie drohen, zu viel Reichweite zu bekommen, wenn sie drohen, zu viele Menschen zu erreichen, beziehungsweise, dass da politisch irgendwas draus wird, dann werden sie gesperrt. Und deswegen sollten wir uns, Dieter Dehm hat das schon gesagt, nicht nur in echt vernetzen, nicht nur abseits dieser Plattform vernetzen, sondern wir sollten auch auf alternative Plattformen setzen. Beispielsweise Rumble oder Odyssee. Wie gesagt, ich bin auch auf Odyssee, könnt mich auch da abonnieren. Also das wäre schon ein erster Schritt, um unabhängiger von diesen großen Tech-Konzernen und der dort stattfindenden Zensur zu sein. Und die Sendung Nachschlag, die praktiziert das ja gerade auch. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, wir gucken heute auf theplatform.net und werden gleich noch auf nachschlag.express gehen, wo die Sendung auch verfügbar ist. Dieter predigt so ein bisschen wie der Angelsachse, sagt ja hier zum Kirchenchor vermutlich. Also rausgehen zu den Leuten und Live-Veranstaltungen machen. Du machst. Jetzt unterbreche ich schon wieder, aber Dankeschön für das Abonnement, was gerade von Doc McPhee vorgenommen wurde.
das ja auch schon mit Begeisterung, wenn ich das richtig sehe. Du tourst ja im Wesentlichen durch die Lande, durch die Länder und sprichst mit den Leuten live. Ich glaube auch, das hat eine andere Energie und eine ganz andere verbindende Wirkung, oder? Auf jeden Fall, aber ich möchte mal darauf hinweisen, was Dieter hier gerade eingeworfen hat, dass einem das mal klar wird. Also wir reden die ganze Zeit davon, dass wir irgendwie ein Vorzeigestaat sind, was Demokratie angeht und die Pressefreiheit hängen wir hoch und so weiter, aber schalten dann eben RT Deutsch ab, weil es Propaganda ist, statt darüber zu stehen und sagen, ja, es ist Propaganda, das ist die russische Sicht, aber unsere, die deutsche Sicht, die deutsche Welle sendet ja in Russland noch. Also offensichtlich können wir das nicht ertragen, aber wir können es eben nicht nur ertragen, dass andere Sender ihre Sicht in Deutschland verbreiten. Wir können auch nicht die Sicht derer ertragen, die aus Deutschland eine andere deutsche Sicht verbreiten. Es sei denn, es wäre eine antideutsche Sicht, dann dürfen die sogar an der Regierung teilnehmen. Also von daher ist das eben auch eigentlich nur peinlich und zeigt eben, dass wir offensichtlich Angst haben, dass das andere Argument ein besseres sein könnte, weil uns keins einfällt, mit dem wir punkten können. Das sagt ja gar nicht, dass das Argument, was uns nicht gefällt, dass wir davon überzeugt sein. Aber offensichtlich haben wir auch die Angst, dass jemand, der zuhört, denkt, also dieses Argument, was eigentlich verboten werden soll oder was so beschimpft wird, könnte stimmen. Eigentlich ganz okay. Oder denke ich mal drüber nach oder, ja, ne, oder so. Ich möchte an dieser Stelle übrigens ein sehr gutes Buch empfehlen von Werner Herzog, Die Zukunft der Wahrheit. Da wird auch über Dinge darüber gesprochen, was Wahrheit überhaupt ist. Und da gibt es dieses Beispiel, wenn man immer von Fakten spricht, dass Fakten den Menschen nicht ausmachen. Ich erinnere mich an ein Beispiel im vorderen Kapitel. Da sagt zum Beispiel, ja, was ich, der Name Smith ist im New Yorker Telefonbuch Manhattan, glaube ich, 600 Mal vertreten. Und das wären reine Fakten, da stimmt der Straßenname und die Telefonnummer. Aber man würde eben nicht sehen, warum der eine Smith in sein Kissen weint und der andere eben nicht, weil das geht aus den Fakten nicht hervor. Den Menschen macht noch mehr aus als eben nur die Fakten. Was heißt dann Wahrheit? Also einfach mal die philosophische Frage, was Wahrheit ist. Und vielleicht eben auch, dass Wahrheit sich eben nicht, Wahrheit nicht nur Fakten sind. Wahrheit ist noch was anderes. Aber du hast recht, Dieter, ich sage das die ganze Zeit. Wenn wir sehen, es gibt eine stabile Größe von Menschen, die im Internet sich politische Sendungen anschauen, ja, oder wo über Politik geredet wird, sage ich mal, mehr oder weniger. Und es gibt auch Sendungen zwischen die Sendungen, in denen politisch geredet wird, kommentieren. Gibt es ja auch, also praktisch Montana Black, wenn euch das so sagt, von Leuten, die politische Sendungen beurteilen, wer was wo gesagt hat. Finde ich sehr gut, weil man damit vielleicht auch junge Menschen vor die Kiste bringt oder nachdenklich macht, die das gewohnt sind. Hey, Kayvan findet das, was wir hier machen, gut. Ich meine, ich bin ja hier auch ein Reaktionsstreamer, der auf solche Sachen reagiert. Dass Gamer beobachtet werden, so sind wir als politisch sprechende Menschen unter Beobachtung von jungen Menschen, die dann aber darüber reden. Finde ich gut. Gucke ich mir an, finde ich alles ganz toll. Ich gucke mir das an. Aber es ist richtig, wir haben es hier mit einer Gruppe auch von Konsumenten zu tun, die es vielleicht auch gar nicht anders kennen, weil die, da bin ich übrigens gar nicht böse, sondern man muss einfach sehen, dass diese Generation sehr viel mit sozialen Medien Kontakt halten und kaum mal auf einer Demo waren, mit den großen Demos aus den 90ern nicht groß geworden sind, da gab es sie nämlich noch gar nicht. Also sie, die ehemaligen oder die möglichen Demonstranten waren noch gar nicht auf der Welt oder so klein. Aber denen muss man sagen, du gehst am Ende ja auch ins Kino, nicht nur Netflix, du gehst ja auch auf einen Fußballplatz und auch wenn du dich im Netz kennenlernst mit einer Person, dann triffst du dich nachher mit der tatsächlich 3D und ja, tatsächlich oder hoffentlich 3D-Sex und nicht irgendwie nur Cyber, wäre ja schrecklich. Also das sind alles Dinge, du gehst ja auch selbst in Urlaub und sagst nicht, ich gucke mir die Pyramiden nur aus Google Maps an, also mit einer Drohne fahre ich drüber. Von daher ist es ganz wichtig, dass man immer wieder auch den Leuten nicht predigt, sondern sagt dazu, es ist eine vollkommen andere und zwar viel unmittelbare Erfahrung, wenn man irgendwo ist. Das weiß jeder Fußballfan, dass ein Fußball im Spiel im Fernsehen sehr bequem ist, auch die Großaufnahme, das ist alles viel besser, sage ich mal so als Konsument, aber dieses Gefühl im Stadion, davor, danach und so etwas, das ist doch was ganz anderes, das lässt sich durch nichts ersetzen. Also muss man gar nicht sagen, entweder oder, sondern beides. Und ich glaube, dass diese Präsenz auf der Straße unterrepräsentiert ist, hat auch damit zu tun, dass man ja nicht auf jede Demo gehen kann, weil ist ja meistens von der Stadt, in der man wohnt, ein bisschen weiter entfernt. Dazu braucht man auch noch Geld oder aber die Deutsche Bahn fährt wieder nicht, ne? Um das mal kurz zu sagen. Aber du hast recht, Paul. Ich habe ja gesagt, ich habe das sehr, sehr lange gemacht und mache es ja auch noch. Ich bin ja dabei, ich bin ja nicht rausgekommen, dass ich übers Netz kommuniziere. Aber jetzt telefoniert Dieter auch noch parallel. Nehmen wir mal aus. Das Einzige, was ich abstellen konnte, ist mein analoges Telefon. Ich bin mit meinem Vortrag die Angst, die Macht der Propaganda oder Angst, Essen, Freiheit auf. Ich habe ganz bewusst auf Tour, obwohl das auch anstrengend ist, um mit und vor und nach der Bühne mit den Leuten zu sprechen. Gibt es auch eine Pause und darum geht es. Ich sage das ja auch immer. Ich sage ja auch immer, ich habe jahrelang in den Cyberspace reingesprochen und wenn man sich mal anschaut, wie gut aussehen diese Schwurbler sind, das ist ja immer ein sicherer Lacher. Dann und das ist ja auch etwas, was befreit, weil es ist ja bedrückend, was sich in Deutschland abspielt. Und das ist auch der Punkt. Wenn man sich trifft, dann ist es eine unmittelbare Erfahrung, dass man mit seinen Gefühlen, was mit diesem Land los ist, nicht alleine ist. Ich glaube, dass die Menschen von den Endgeräten auch eher depressiv werden, wenn sie nur die Informationen haben, als wenn sie sie teilen mit anderen und man sich gegenseitig auch tröstet. Ganz genau. Teilt.
für mich wichtiger Punkt. Deswegen, ich möchte mich an der Stelle mal explizit auch bedanken für die, die in den letzten eineinhalb Wochen, zwei Wochen mit mir auf Tour waren. Ich bin ja vom Süden bis hoch Richtung, bis Richtung nach Berlin gekommen. Auch der Workshop war ganz wunderbar, wo es ja um sehr viele persönliche Dinge geht. Und das ist, das sage ich ganz bewusst, mir liegt sehr viel daran. Also wenn ich tauschen könnte oder wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre ich eher für den Live-Event als für den digitalen Event, weil das ist wesentlicher. Mit Leuten sprechen, die Erfahrung austauschen. Es gibt ja beim Workshop, dass Leute auf die Bühne kommen und auch Geschichten erzählen. Ich hatte es jetzt beim Workshop, wie Menschen mit Krise umgehen, wie Menschen mit Spaltung umgehen. Da haben wir als öffentliche Person einen anderen Vorsprung. Aber da waren eben auch ein ehemaliger Polizist auf der Straße, auf der Bühne. Da war eine Ärztin auf der Bühne, die berichten, was passiert ist. Und wenn andere dem dann zuhören, sind ja nicht alle auf der Bühne, muss man sich auch trauen, sagen, dann finden Gespräche statt. Es kommt immer der Satz, was ich hier an dufte Typen kennengelernt habe, dass man eben merkt, man ist nicht der Einzige, der ein bisschen komisch ist, sondern eigentlich ist man einer der wenigen, die normal geblieben sind. Und deswegen, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wieder einführen, was es wahrscheinlich noch gibt, aber bei den Jungen nicht so bekannt ist, dieses klassische, der Stammtisch ist ein Beginn, das könnte ein digitaler Stammtisch sein, aber dann müssen wir auf die Straße, um ein Gefühl zu erleben, was in der Gemeinschaft hergestellt wird. Eigentlich ist es die Gemeinschaft, weil wir ist das Volk erst, wenn das Volk sich begegnet und nicht nur digital. Ich glaube auch, dass keine Demonstration oder keine Revolution oder Evolution digital ausgelöst werden kann. Und ich glaube außerdem, dass, man kann das unterstützen, aber ich glaube außerdem, dass nichts die Politiker so sehr beeinflusst und beeindruckt wie wirklich Menschenmassen, dass man auch daran erkennen kann, dass dann eben nur 18.000 da sind statt einer Million zum Beispiel. Warum? Ja. Weil sie genau das fürchten. Und deswegen der Appell, wenn wir etwas ändern wollen, ist es gut, dass wir uns hier treffen, ja, weil es ist quasi, es sind ja Geheimtreffen, aber Hunderttausende können teilnehmen, aber dann müssen wir auf die Straße hin, damit diese Treffen eben nicht im Geheim stattfinden, sondern dass auch Leute, die vorbeigehen, vorbeifahren, angesteckt werden können, sagen, ich wusste gar nicht, dass da eine Demo war, ich bin hineingeraten und habe ich lauter bunte Menschen gesehen und später habe ich gelesen, da waren nur 2000 und die waren alle rechtsradikal, das habe ich total anders in Erinnerung. Das ist also auch eine riesige Chance, dass man ohne es zu wissen zum Augenzeugen wird und eine Chance bekommt zu sagen, irgendwie traue ich dir nicht, weil ich war da, und das war gar nicht da. Und es waren so viele Leute, dass ich in einem Stadtteil eingesperrt war. Also habe ich ganz viele Menschen den stundenlang und habe ich später gesehen, 5000 verrückte Rechtsradikale sind Richtung Reichstag. Das stimmt einfach nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder appellieren. Man kann nicht an jeder Demonstration teilnehmen. Und ich weiß auch, dass die Menschen müde werden. Weil sie erwarten natürlich, jetzt war ich zweimal auf einer Demo und trotzdem ist die Republik eine selbe. Ja, so ist ja nun mal Demokratie wahnsinnig langsam, muss man dazu sagen. Ja, aber dass man auch sagen, es sollte nicht etwas Besonderes sein, dass man ab und zu alle 5 Jahre mal auf eine Demonstration geht, sondern dass man regelmäßig sich trifft, seinem Unmut ein Gesicht gibt oder aber auch Protestspaziergänge macht, um einfach Präsenz auf der Straße zu zeigen, möglichst in der Nähe an Orten, wo Macht ausgeübt wird. Das muss nämlich nicht immer das Regierungsviertel sein, das kann auch das lokale Bürgermeisteramt sein. Mhm. Und das macht auch Spaß, muss ich sagen, es macht auch Spaß. Das Einzige, was ich da noch zusetzen kann, ihr habt es jetzt ausführlich wirklich ausgerollt, ich glaube gar nicht, dass es unbedingt immer die politische Veranstaltung sein muss. Ich hatte gerade das Glück und habe in Weimar mit Tom Lausen ein Gespräch führen dürfen, vor 150 Studioteilnehmern dort. Das ist schon was anderes und ich will nichts anderes mehr machen als das vor Live-Publikum. Es hat eine ganz andere Wirkung auf die, die da sind. Es hat einen ganz anderen Effekt auch, weil es eben allen Teilnehmern zeigt, wir sind nicht allein. Da denken eine Menge andere Menschen auch kritisch. Und auch die, die das wieder sehen, merken, Menschen verstecken sich da nicht mehr. Es gehörte ja nun gerade zu den Grundprinzipien dieses Corona-Terrors, die Leute so zu vereinsamen, voneinander zu trennen, dieses Gefühl zu geben, du stehst da ganz alleine da, wenn du einen kritischen Gedanken hast. Und das Gegenteil müssen wir machen. Ich glaube, es macht auch Sinn, das eben nicht nur in politischem Aktivismus zu tun, total wichtig, aber sowas nicht böse gemeint, aber Banales wie ein Musikfestival, super, wunderbar, natürlich, völlig richtig und gut Spaß zu haben. Es ist gut und richtig, da einfach aus Amüsementgründen hinzugehen, wenn es denn wirklich eine freiheitliche Veranstaltung ist. Da muss nicht über Politik diskutiert werden, es muss gezeigt werden, wir haben mehr Spaß im Leben. Also ich habe noch nie einen Karl Lauterbach über sich selbst lachen sehen. Ich kann mir keine Veranstaltung vorstellen, die irgendwie lustig ist mit Annalena Baerbock. Aber das gibt es bei uns reichlich. Und ich glaube, es ist dann erstmal an uns. Und Dieter, danke, dass ihr es macht. Ich komme, wenn ich darf, sehr gerne dahin nach München. Du darfst. Es gibt ja noch Schadenfreude, könnte man an der Stelle sagen. Aber hier hat Paul Brandenburg natürlich vollkommen recht. Also, wie gesagt, da brauche ich gar nichts mehr groß zu sagen. Das erklärt sich von selbst, was er hier gerade erzählt hat. Aber warte, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ist ja auch egal. Wie gesagt, wir sollten uns
mehr in echt. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, weil Paul Brandenburg gerade weg von den politischen Veranstaltungen gekommen ist. Natürlich hat er auch abseits davon völlig recht, aber es gibt tatsächlich noch eine Art von politischen Organisation, wo man sich selber engagieren kann, und das sind Parteien. Ich weiß, das ist, in Parteien gilt das eiserne Gesetz der Oligarchie, das heißt, irgendwann setzt sich da so eine kleine Clique durch und die Mehrheit der Parteimitglieder hat nichts mitzureden, aber grundsätzlich ist es ja so gedacht, dass die Parteien von den Kreisverbänden hoch Einfluss auf die Politik nehmen können. Und früher waren beispielsweise SPD und CDU noch richtige Massenparteien, die, also die SPD hatte fast 1 Million Mitglieder, die tatsächlich noch breit in der Bevölkerung verankert waren. Das ist ja jetzt absolut nicht mehr der Fall. Und dass die Politik so dermaßen entfernt ist von dem, was die meisten Menschen wollen, das hat, glaube ich, auch mit dieser großen Entpolitisierung zu tun. Also, dass die Parteien überhaupt keine Mitglieder mehr in der Bevölkerung haben, dass sich überhaupt niemand mehr in Parteien engagiert, weil man halt weiß, dass es nichts bringt, weil man weiß, dass da so eine kleine Clique die Entscheidung fällt. Und das muss sich ändern. Es müssen neue Parteien hochkommen, wo die Mitglieder tatsächlich wieder mehr zu sagen haben, wo sich engagiert wird und wo tatsächlich wieder auf Stimmen aus dem Volk gehört wird. Deswegen würde ich diese Art des politischen Engagements und Zusammenkommens nicht komplett abschreiben. Ich weiß, da werden die drei mir wahrscheinlich widersprechen. Obwohl Dieter Dehm vielleicht nicht mal, ich meine, er war ja lange Zeit in der SPD und dann in der Linkspartei aktiv, aber das ist definitiv auch noch eine Art, wie man sich engagieren kann und wie man sich dann auch im echten Leben treffen kann. Naja, in diesem Sinne würde ich sagen, war das ein schöner erster Teil mit einem Beitrag von Dieter Dehm. Ich würde sagen, das wird wahrscheinlich nicht die Schlagzeile der Woche. Kommen wir nun zur zweiten Schlagzeile in der 23. Folge von Nachschlag. Dem zivilen Ungehorsam. Naja, ich bin gespannt, worum es jetzt gehen wird. Herzlich gebeten und Kämann, ihr habt ja schon den Kalender geschaut. Aufgabe, ganz prima. Die wichtigste Aufgabe dabei, Spaß zu haben, das gerne zu machen und mit den anderen, ob das nun realer Sex ist oder auch nur ein reales Bier, irgendwas davon auf jeden Fall, um zu zeigen, wir haben einfach mehr Spaß im Leben als diese Truppe pseudoprotestantischer Grünfaschisten. Und weißt du, Paul, das Ganze ist automatisch, das fehlt bisher, warte kurz, das fehlt einfach bisher, das fehlt in unserer Szene aus verschiedenen Gründen, weil ich muss jetzt Kevan nicht erklären, wie schwierig das ist, als Umstrittener eine Location zu kriegen. Ne? Du musst ja bis kurz vorher irgendwas so geheim halten, du verleihst ja dadurch diesen Treffen irgendwie diesen Makel des Verbotenen, wer da zusammenkommt. Ja, das musst du einfach nur deshalb tun, weil ansonsten irgendwelche gratismutigen Aktivisten den Wirt terrorisieren und sagen, da sind Nazis, die dein Ding daheim suchen. Und all das müssen wir überwinden. Und Dieter, ich finde es super, dass ihr das macht. Letzte Frage an dich, kleiner sexistischer Witz. Was ist der Unterschied zwischen Onanieren und Geschlechtsverkehr? Oha, sag's mir. Lasst mal Leute kennen. Gut, vielen Dank dafür. Ich bin gespannt, wie das dann beim 1. September war das, glaube ich, oder? Ja, stimmt, genau. Was dann in die praktische Anwendung überführst. Aber ja, beides glaube, wollen wir vielleicht nicht sehen. Kevan, ziviler Ungehorsam ist das Gebot der Stunde, sagst du. Zuerst einmal möchte ich sagen, ich glaube, ich kann hier Dieter Dehm als einen Gentleman erkennen, und zwar dahingehend gedeutet, dass ein Gentleman ein Mann ist, der seiner Frau die Hoteltür aufhält, damit sie das Gepäck reintragen kann. Gut. Die Zuschriften. Und ich muss sie alle lesen. Oh Gott, jetzt habe ich nicht zugehört. Aber ich glaube, auf sexistische Witze kann ich jetzt an der Stelle verzichten. Ich habe gerade auf den Chat geachtet. Richtig, das geht ja nahtlos in mein Thema über. Ziviler Ungehorsam ist das Gebot der Stunde. Der Deutsche fragt sich ja immer, ich sage pauschal, stimmt natürlich nicht, aber oft so, muss man sich das genehmigen lassen? Darf ich das? Ist das schon strafbar oder wird das nur noch gefasert? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir erstens, du hast es gerade auch gesagt, in öffentlichen Veranstaltungen uns nicht mehr verstecken, dass da Leute sind, wo man aber aus sich schon erkennt und sagt, du denkst auch kritisch. Es gibt ja zwei Sätze, man weiß sofort Bescheid. Weiß man dir sofort Bescheid, wie der etwa tickt und so. Das ist nicht schlecht nach dem Motto, huch, und wer da überhaupt alles ist, das finde ich immer sehr, sehr entspannt. Und da entstehen auch Freundschaften darüber hinaus. Aber dieses ziviler Ungehorsam ist insofern auch interessant und wichtig, dass man sich selbst auch zeigen kann, dass man sich nicht alles gefallen lässt. Und Mut ist ja, wenn man den teilt, größer. Also zum Beispiel, ich erinnere mich sehr daran, als während der Corona-Phase auf dem Rosa-Luxemburg-Platz viele ihr Grundgesetz dabei hatten. Und der eine hat es hochgehoben und dann haben immer mehr sich getraut. Und als die Polizei kam und einem anging, haben sie auch Prozess das hochgehalten. Ich glaube, wenn man alleine wäre, wären es nur sehr wenige, die es dann erst recht machen würden, weil Knüppel aus dem Sack. So ist das ein Gefühl, auch wenn man später es eingesteckt hat, sage ich, übe das mal.
Und das ist für mich eben auch so etwas, also dieser zivile Ungehorsam ist so ein bisschen Aufstand gegen den Schulprügler, der einem immer einer reingesemmelt hat und dann schließt man sich zusammen allein und geht mal gegen den an, weil der kann nur deswegen prügeln, weil er es immer geschafft hat, dass die auf dem Schulhof, die betroffen waren, sich nie connected haben, sondern zugesehen haben, wie einer wahllos rausgegriffen wurde. Und da kann man eben üben, zu sagen, sich gegen diesen übermächtigen Staat oder gegen der einem gegenübertritt, sich das nicht mehr gefallen zu lassen. Und das fühlt sich ziemlich gut an, sage ich mal. Ich habe das ja oft gemacht. Also einfach, so, dann, wenn man so etwas mal getan hat, wenn man mal in der S- oder U-Bahn irgendjemand attackiert wird und man ruft einfach nur, lassen Sie den Mann in Ruhe und der bricht ab und man geht dann raus, das fühlt sich gut an nach dem Motto, ich bin ein mutiger Mensch. Das ist mir übrigens ein paar Mal, habe ich das beobachtet, dass das in der Regel oft kleinere, hutzelige Frauen waren, vielleicht mit Oma-Kinderwagen und nicht die Typen, die gerade vom Bodybuilding kamen, die haben sich dann immer in ihrer Sportzeitung versteckt und so, weil die trainieren eigentlich nur für den Film, aber im Ernstfall sind die gar nicht ready und haben sich nicht gesehen, weggeduckt. Also ich kann nur sagen, wenn wir sehen, dass in unserer Gesellschaft Dinge dahingehend schieflaufen, dass der Staat ständig Leute rauspickt, um uns einzuschüchtern, dann musst du ja gar nicht bis zu Assange gehen. Da kann man ja auch zu Paul Brandenburg gehen, der Vollkontakt mit seinem Gesicht und seinem Fußboden bekommt, weil die GSG 9 vor der Tür steht, wegen irgendeinem vollkommenen Blödsinn. In jedem anderen Land wären diese Bilder ja um die Welt gegangen. Das ist Russland, das ist Iran, das ist Nordkorea oder das ist das. Aber bei uns gehen die gar nicht um die Welt. Und wenn eher abschreckend oder als Warnung. Und da möchte ich nur eins sagen, und das sage ich ja auch in meinem Vortrag, ohne dafür Werbung machen zu wollen, das muss ich gar nicht, läuft nämlich gut, danke nochmal. Die Einschüchterung geschieht ja auch darin, dass man uns sozial isoliert. Ich meine, das Homeoffice ist ja nicht ohne Grund. Da sind ja die Sozialwissenschaften mit im Boot, was sie ja wissen, sagen, okay, wenn du Leute sozial isolierst, kannst du sie einschüchtern. Und wenn du ihnen dann noch eine Maske aufs Gesicht setzt und den anderen auch, nach kurzer Zeit verlieren die ihre Freund-Feind-Kennung. Und dann ist jeder Mensch von der Grundbiologie so eingestellt, lieber erstmal wegducken, bis sie dicke Lippe riskieren. Das ist alles erforscht und deswegen wird das eingesetzt. Das ist ja das Perfide an alledem. Wenn du feststellst, dass du Probleme hast in der Öffentlichkeit, also an deinem Arbeitsplatz, eine abweichende Meinung zu äußern, dann ist man schon so weit, dass du mit den Konsequenzen im Kopf schon arbeitest und die Schere ansetzt. Und da sind wir schon bei Doppelsprecher. Also dann Delegitimierung des Staates, also einem korrupten Staat zu widersprechen, da wäre alles andere wäre undemokratisch und jetzt hast du schon Angst. Also da ist es ganz wichtig, dass du diesen zivilen Ungehorsam nicht nur unbedingt auf großen Demonstrationen machst, sondern dass du einfach deinem Chef, meinetwegen auch deiner Frau, deinen Kindern, dahingehend widersprichst, indem du sagst, das sehe ich völlig anders. Das ist sogar viel wichtiger. Entschuldigung, Kevin, das ist sogar noch wichtiger als auf der Demo. Ja, und es wurde ja immer auch gefordert, meinetwegen, hier gab es ja viele Kleber, wenn irgendwo jemand verprügelt wird, hier kannst du dich widersprechen Sie, wenn irgendjemand ein antisemitisches Ressentiment bedient, dass man das nicht im Raum stehen lässt und sagt, einen Blick mal. Das wurde gefordert. Und in diesem Fall brauchen wir gar keinen Antisemitismus, sondern es reicht eigentlich, dass der Staat übergriffig wird, die freie Rede kassiert und die Menschen eben in den Headdown, das ist ja mal kein Lockdown, ist ja ein Headdown zwingt so. Und da kommt man nicht mehr raus, indem man denkt, andere sollen es tun. Deswegen, ich weiß, dass sich das einfach spricht. Ziviler Ungehorsam, weil als öffentliche Person hat man gewissermaßen noch, auf der einen Seite ist man ein Magnet, auf der anderen Seite hat man einen gewissen Schutzschild, weil die dir gegenübertreten auch einen gewissen Grundrespekt haben, das habe ich jedenfalls erlebt. Aber man kann über diesen zivilen Ungehorsam auch etwas lernen, nämlich seine Stimme tatsächlich zu erheben, tatsächlich laut zu werden und sagen, Entschuldigung, was machen Sie denn da? Was wird denn das? Lassen Sie den Mann in Ruhe. Oder aber ich glaube Ihnen nicht. Sie sind ein Lügner, Herr Söder. So etwas zu machen. Oder Sie sind ein Heuchler, Herr Lügner. Oder ich mag Sie nicht. Oder Gürtel, gehen Sie mal mit guten Balken voran. Oder auch auspfeifen. Ja, all das sind Möglichkeiten und das ist unser gutes Recht. Und ich glaube, dass wenn wir in der Gruppe sind, oder ich rede nicht von Pöbel, ich rede einfach davon, das ist das Mittel des Bürgers bei einer Versammlung, dem, der auf der Bühne steht, der verstärkt ist, zu sagen, Entschuldigung, das sehe ich anders. Und da wird der ein oder andere, ich denke da an Cem Özdemir, der wird ja dann auch mal pampig und sagt so, einem doch auch mal, halt die Fresse, wenn ich mich daran erinnere. Und das ist halt auch die Chance, wie die damit umgehen. Und ich spreche aus persönlicher Erfahrung, wenn ich auf einer Bühne stehe, und in 150 Metern steht da so eine Art Blackrock, also der schwarze Block macht Radau. Da macht man schon starke Nerven, dass einen das überhaupt nicht irritiert. Das irritiert schon. Das kann man wegdrehen, wenn man das sehr, sehr oft macht. Aber dass es überhaupt nicht stören würde, stimmt ja eben nicht. Und diese Macht hat der Einzelne, auch seinem Gefühl mal eine Energie zu geben, sagen, ich lasse mir das nicht länger gefallen. Und es tut auch persönlich gut, weil sonst kriegt man irgendwie Magengeschwür oder so, irgendwas anderes noch, was schlimmer ist. Also von daher, ziviler Ungehorsam ist etwas, einer Autorität zu widersprechen. Und ich will es nochmal vergleichen, weil jeder hat wohl die Erfahrung gemacht. Es gab in jeder Schule irgendeinen tumpen Prügler, der sich jemand rausgeschnappt hat. Und wenn der dann
dann weg, aber haben alle gesagt, den müsste man mal, da hätte man mal. Und im Kollektiv ist das vielleicht mal gelungen. Und dieses Gefühl ist sehr wichtig, sich einmal zu erheben und sich danach nie wieder hinzusetzen, sondern das, diesem ursprünglichen Gefühl, was eine Wahrhaftigkeit auch wieder sagt, ich lasse mir das einfach nicht mehr länger gefallen. So, und da kann ich nur sagen, das kann man im kleinen Kreis üben, das sollte man üben, damit der Politiker, der Mächtige erkennt, dass unten sich immer mehr Leute etwas trauen. Und es fühlt sich gut an und deswegen trainieren und nicht sagen, ja, wie stehe ich denn jetzt da? Wir sollten das tun, wir müssen das tun und wir können auch damit gutem Beispiel vorangehen. Und wenn man zum Beispiel mit seinen Kindern auch in eine Demonstration geht, ja, mit seinem, was ich, 16-jährigen Sohn und ruft dann etwas rein, da habe ich das noch nie erlebt, dass der Sohn sich den Boden schämt, sondern dass er denkt, coole Eltern. So, das sind alles Dinge, wo ich sagen kann, das müssen. Okay, 16-jährige Kinder ist ja okay, aber kleinere Kinder, die würde ich auf eine Demonstration auf keinen Fall mitnehmen. Also die würde ich bei sowas einfach nicht reinziehen, sondern die würde ich versuchen, draußen zu halten. Naja, aber wie gesagt, wenn er 16 ist, dann kann er es ja selber entscheiden. Das müssen wir lernen, das müssen wir vormachen. Und wenn es solche Menschen gegeben hat in der Vergangenheit, dann hat man ja später auch irgendwelche Tafeln aufgestellt, wo dann eben drauf stand Rosa Parks. Das ist ja ziviler Ungehorsam, nicht in den Bus einzusteigen. Das ist ja Malcolm X, das ist ja Martin Luther King. Das ist ja Rudi Dutschke. Das ist ja ohne zivilen Ungehorsam nicht denkbar. Und am Ende, ich komme zum Schluss, ist ja auch dieser ominöse Jesus Christus ohne zivilen Ungehorsam nicht denkbar. Ja, muss man sagen, weil was der Mann gemacht hat, ist ja eine Provokation. Jesus Christus ist ja im Kapitalismus eine totale Provokation, weil er ist für faire Verteilung und Gerechtigkeit und nicht für Gendern und er ist auch nicht für, dass die Reichen machen können, was sie wollen. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus Christus die Bergpredigt unter 2G-Regeln gehalten hätte, wenn die Römer das verlangt hätten. Also von daher ist das etwas, was ständig von uns hergetragen wird. Wir mögen uns an diesen Menschen ein Beispiel nehmen. Nur dann ist die Frage, wann kommt es darauf an? In dem Moment, wo du ihn erkennst, dann bist du gefragt. Einfach mal damit beginnen. Stimmt. Aber muss nicht jeder gleich Jesus Christus werden, geschweige denn Christ oder sich dann kreuzigen lassen. Ich glaube sogar, Kevan, es fängt noch viel kleiner an und das ist irgendwie ein typisch deutsches Problem, dass viele schon daran scheitern. Also ja klar, ideal ist es zu sagen, nein, ich esse deine Maske nicht, beziehungsweise das ist ein Brei, aber ich nehme sie nicht und ich ziehe sie mir nicht an, wenn ich irgendwo in den Supermarkt gehe. Das braucht dann viel Widerstandsfähigkeit, aber es gibt ja viel, viel kleinere Sachen. Sowas wie Strafbescheide wegen Meldevergehen oder GEZ-Nichtbezahlung. Also wer davor Angst hat und damit schon aneckt, ja, den muss man wirklich immer fragen, na, was glaubst du denn, wie es die Freiheit gibt? Ja? Also es wird keine Revolution geben, die gesetzeskonform verläuft. Geht nicht. Und stimmt, GEZ nicht zu bezahlen ist ein Fall von zivilem Ungehorsam. Wenn man beispielsweise den Rundfunkstaatsvertrag für öffentlichen Rundfunk nicht mehr erfüllt hält. Weniger als eine Revolution wird auch nicht mehr helfen. Das Entscheidende ist, dass sie gewaltfrei verläuft. Und je niederschwelliger man anfängt und je breiter, desto besser ist das. Ja, natürlich ist es ideal, wenn man irgendwo das Pech hat, Karl Lauterbach auf der Straße zu begegnen, hinzugehen, friedlich, ohne ihn anzugreifen, und sagen, sie sind ein Massenmörder. Sie gehören ins Gefängnis und es ist ein Skandal, dass sie hier langlaufen. Das würde ich tun. Ne? Das letzte Mal, als ich hinging, war er zu schnell weg mit 8. Ich würde ja bezweifeln, dass der Lauterbach ohne Personenschutz irgendwo rumläuft. Also das wird für wenige Bundesminister gelten, dass die sich frei bewegen können. So würde ich jetzt vermuten. Könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liegen sollte. Personenschützern. Aber muss man gar nicht machen. Ich verstehe auch, wenn einer sagt, das mag ich nicht, dann sitze ich da, dann brüllen mich Polizisten an. Ist völlig in Ordnung, dass man das nicht macht. Es geht ja viel, viel kleiner. Es reicht ja tatsächlich, wenn irgendwo jemand was über Ungeimpfte sagt und jemand sagt, na, sie sind aber ein Sozialschädling, sich dahinzustellen zu sagen, was soll denn das? Dieser Mensch ist doch kein Sozialschädling, weil er sich anders entschieden hat. Es geht ja im ganz Kleinen. Es kommt ja nur darauf an, bei diesem Widerstand zu sagen, nein, es machen nicht alle mit. Man muss eben aushalten, dass man aus dem angeblich bürgerlich Erwünschten rausfällt. Und das scheint mir in Deutschland das größte Problem zu sein. Dieser krankhafte Drang, dem zu entsprechen, was da von oben vorgegeben wird. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann euer Punkt da war. Ich war ja auch so ein kleines, spießiges Arschloch. Ich gebe es ja zu. Ich meine, jeder, der mit einem Doktortitel durch die Gegend rennt, hat ja dieses Problem. Der war ja irgendwann mal der Auffassung, es ist sinnhaft, seine Zeit in den Erwerb dieses Titels zu stecken. Tatsächlich kann das auch sehr viel Spaß machen, spannend sein, kann ich behaupten für meine Forschungsarbeit. Aber hinterher bleibt dann übrig, dieser bürgerliche Gestus. Und das drückt aus, ich will anerkannt sein, ich will dazugehören. Oh Gott, Post vom Staatsanwalt, wie furchtbar ist das denn? Ja, das will jeder. Menschen sind tribale Wesen und sie wollen halt von ihrer Peer Group anerkannt werden. Das ist klar. Und auch von der Gesellschaft, beziehungsweise von der Gesellschaft, die ihnen wichtig sind.
Also das ist nun mal so, das kannst du nicht ändern. Ich bin hier außerhalb. Deswegen ist es auch gesellschaftliche Ausgrenzung etwas, mit dem politische Eliten das Volk unter Kontrolle halten können. Also gar nicht mal direkte Repression, sondern einfach, indem man Leute als Reichsbürger, Antisemiten, Rechtsradikale, was auch immer diffamiert, die damit nichts zu tun haben, einfach um sie gesellschaftlich ausschließen zu können. Also das ist tatsächlich ein Mittel der Machtsicherung. Nicht bloß keine Verurteilung. Ihr Lieben, auch mir fiel es schwer, als ich das letzte Mal vom Strafgericht stand, das erste Mal, als ich dann verurteilt wurde, Urteil wurde wieder aufgehoben, da merkte ich einfach, wie scheißegal mir das jetzt plötzlich ist, von dieser übrigens bildhübschen, ich sag's immer wieder, wo wir schon bei Sexismus sind, bildhübschen Richterin, dann verurteilt zu werden. Die nächsthöhere Instanz hat's kassiert und hat auch noch am Telefon gesagt, um Gottes Willen, was für ein Schwachsinn. Und da wurde mir klar, erst wenn wir dieses Bedürfnis abgelegt haben, ja, dieses Bedürfnis bürgerlicher Konformität, dann sind wir überhaupt erst in der Lage, zu den Bürgern zu werden, die ja uns mal überhaupt dazu brachten, das haben zu wollen. Klingt ein bisschen kompliziert, soll aber heißen, wir befinden uns ja mittlerweile in einer Art Gehorsamsspirale auf der falschen Seite. Innerhalb derer gibt es kein Entkommen aus diesem Gedankengefängnis. Ja, wir können die Vorgaben dieser Faschisten nur brechen, wenn wir sie überwinden wollen. Selbstverständlich friedlich und selbstverständlich gewaltlos, denn es ist überhaupt nicht nötig, Gewalt anzuwenden. Aber wir müssen dieses Gefühl endlich aufgeben, doch irgendwie konform zu sein und dabei nicht anecken zu wollen. Absolut richtig, Paul, dein Plädoyer hier, kurze Zwischenfrage, hast du die Nummer von der Richterin? Ich habe den Namen und ich habe die Anschrift, Gewan. Aber ich glaube, sie steht unserer Sache nicht sehr wohlwollend gegenüber. Schiedsrichter, wir wissen, wo dein Auto steht. Also, du weißt, Paul, dass ich... Jetzt kriegt Dieter dem wahrscheinlich auch bald Post vom Anwalt. Das wird dann jetzt wahrscheinlich als Drogen interpretiert, was er gerade gesagt hat. Ich natürlich das noch nicht für Faschismus halte. Ich finde, viele Stränge können dahin führen. Die sind aber noch verhinderbar. Aber der entscheidende Punkt ist, ich finde, bei einer Diskussion Anklang werde ich sehr allergisch. Die Deutschen, entweder wir sind das Herrenvolk oder wir sind das spießigste Volk oder das untertänigste Volk. Ich weiß nicht, ob im deutschen Blut und Boden, in Anführungszeichen, in der deutschen, was weiß ich, wie Genomik, irgendetwas Untertäniges oder irgendetwas, was besonders zur Elite tendiert, drin liegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du dir mal anschaust, wie jetzt in Polen dieser Herr Tusk da Präsident wurde oder wie gelegentlich in USA die Verfolgung Andersdenkender passiert ist, dass du da nur zwei Präsidenten hast, die eine Kriegsgefahr in Richtung Ukraine und der andere auch eine Kriegsgefahr in Richtung Iran und China bedeuten kann und im Grunde genommen keine kleine Partei überhaupt nur den Hauch einer Chance hat, da auch zu Bernie Sanders auch keine Chance hatte. Also du wirst das immer ablesen können an der eigenen Geschichte. Die Franzosen sind, wie Ernst Bloch, der große marxistische Philosoph, mal gesagt hat, deswegen so frech und so frei, weil sie den Kopf eines Königs haben rollen gesehen. Ich habe das schon mal in dieser Sendung gesagt. Das ist in ihre Geschichte eingeschweißt. Das heißt, sie haben sich mal erhoben, sie sind tierisch stolz drauf, die Grande Nation zu sein, die den Ludwig den 16. geköpft hat. Die Deutsche Bank ist noch nicht geköpft. Ich warne also nur davor, dass wir uns und Deutschland für ein ganz besonders untertäniges Volk halten oder so. Was ich glaube, es ist gelingen in Deutschland immer neue raffinierte Tricks. In meiner Jugend war es der Antikommunismus. Alle waren sowjetische Agenten oder Agenten der DDR. Heute kommen sie mit dem alles rechts Nazis. Haben das ganz geschickt, wo wir immer für demonstriert haben, ich Rock gegen Rechts organisiert habe, mit vielen anderen, zusammen übrigens damals noch mit Jutta Ditfurth und so weiter, da im Sprecherrat saß, ganz geschickt so umgedreht, dass du jetzt, wenn du für Frieden mit Russland bist, Gefahr läufst, als Nazi dargestellt zu werden, obwohl die ukrainischen SS-Leute, die da eben angebetet und auch mit Runen und mit Zeichen gezeigt werden, da dreht sich die gesamte grüne Führungselite weg und sagt, gibt's gar nicht. Also ich finde es an den... Die dreht sich da nicht weg. Es ist ja noch viel schlimmer.
Also da schreiben Leute wie Marie-Louise Beck, Azov, also dieses faschistische Regiment, was mittlerweile die Sturmbrigade 3 der ukrainischen Armee ist, würde für ein Leben in Freiheit und Würde kämpfen. Also Faschisten kämpfen für ein Leben in Freiheit und Würde. Faschisten, die in ihrer Programmatik eine ethnisch gesäuberte Ukraine frei von Russen, Juden und Polen haben. Also da, diese Leute kämpfen laut den Grünen für ein Leben in Freiheit und Würde. Und diese Partei diffamiert andere Leute als rechtsoffen oder antidemokratisch. Das kann man sich nicht ausdenken. Also wenn jemand rechtsoffen ist und mit Faschisten kuschelt, dann sind das die Grünen. Trick. Das ist in Deutschland eine unglaubliche Raffinesse der Medien. Aber nicht glauben, dass unsere Bevölkerung zu blöd oder zu duckmäuserig ist, um sich nicht auch mal ordentlich zu erheben. Ich finde den Trick nicht neu, Dieter. Ich habe das Gefühl, das, was dieses Regime jetzt gerade tut, das haben die beiden Vorgängerkriegsregime auch getan. Sie haben den Militarismus hochgehalten, sie haben ihre Form von Faschismus etabliert und erklärt, wer nicht für uns ist, der ist gegen den Frieden, der ist gegen die Menschen, der ist gegen die Welt und gegen alles und der muss vernichtet werden. Die Menschenrechte. Ja, das sind Varianten. Ja, der Mechanismus dahinter ist der gleiche. Sie haben immer irgendeine Uniform hochgehalten, erklärt, die müsse jeder tragen. Und wer das nicht macht, der ist ja Feind. Ja, das Wichtige, Paul, ich glaube, das war jetzt in euren beiden Vorträgen ein Substrat, was ich nochmal ganz besonders beleuchten möchte. Man kriegt dann eine Ahnengalerie vorgeführt von Sophie Scholl bis anderen, Martin Luther, Jesus Christus, der mal gesagt hat, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, bis Bill Gates oder Soros ins Himmelreich kommen. So ungefähr hat er es, glaube ich, ausgedrückt. Das wird dann immer auf die Geschichte projiziert. Ja. Aber es ist immer, wenn du Widerstand leistest, das Hier und Jetzt. Und es ist immer die staatliche Gewalt zu Jesuszeiten durch die Römer repräsentiert. Die anderen hast du jetzt gerade erwähnt. Und das mal zu begreifen, nicht um sich Meriten auf die Schultern, wir sind Widerstandskämpfer, sondern zu wissen, der Widerstand ist immer im Hier und Jetzt unglaublich hart, weil du mit Liebesentzug belastet wirst, weil du einsam da stehst, dir der Wind, eiskalte Wind entgegenbläst und man dir dann noch sagt, ja, die früher, die Galileis und die Sophie Scholls und die anderen Widerstandskämpfer, die sind ja Geschichte, heute sind eigentlich die Regierenden, die eigentlichen Widerstandskämpfer. Ich mahne zum Blick auf die Uhr und hänge nur noch meine Musikempfehlung ran. The Revolution Will Not Be Televised von Jill Scott Heron ist sehr das gut, Lied für Vortrag. Kevan, bitte, Schlusswort zu dem Thema. Ich habe nur ich habe oft darüber nachgedacht, aber ich kann sagen, es gibt da schon eine Parallele zwischen den Deutschen und den Japanern. Die sind auch sehr obrigkeitshörig. Man schert einfach nicht aus. Also man. Das kann tatsächlich mit ähnlichen Familienstrukturen zusammenhängen. Das Erbrecht in Preußen als auch in Japan sah vor, dass immer der Ältere den gesamten Besitz der Familie erbt. Familienstrukturen haben starken Einfluss auf die im Staat vertretene Ideologie, einen starken Einfluss auf die betriebene Politik und den Staatsaufbau. Das ist natürlich nicht der einzige Faktor, ist nur einer von vielen, aber es könnte mit dieser Obrigkeitshörigkeit zusammenhängen. Also Preußen war ja auch die Bastion des deutschen Adels. Die preußischen Junker wurden ja erst mit Gründung der DDR nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet, beziehungsweise mit sowjetischen Besatzungszone. Das hatte Ewigkeiten gedauert, ehe die Macht des Adels in Deutschland gebrochen wurde. Also es kann tatsächlich zusammenhängen. Und Japan hat eine ähnliche Familienstruktur. Hat wahrscheinlich auch mit dem Erziehungssystem zu tun und mit direktem Liebeserzug oder sehr früh einsetzen, dass es Liebe nur noch gegen Bedingungen gibt. Und das sieht man ja an Julian Assange, so weit muss man ja gar nicht gehen, sondern man droht ja dem Einzelnen mit sozialer Isolation. Und der Deutsche, wie der Japaner, ist wohl, wie alle Menschen, aber doch noch mehr Herdentier. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber anders lässt sich das nicht erklären. Warum das jetzt ist, ob das das Genom ist oder ob es die Erziehung ist oder es die Sprache ist oder was es auch immer ist, habe ich noch nicht rausgefunden. Aber da gibt es schon Gemeinsamkeiten. Und ich kann nur sagen, ich muss leider feststellen, dass die Deutschen nach 45 Jahren nur die Führung gewechselt haben. Und das bedeutet eben auch, dass man Verantwortung abgibt, damit man selbst unschuldig bleibt. Und ich glaube, wir müssen... Na, die Ostdeutschen anscheinend nicht. Diese Obrigkeitshörigkeit, du brauchst ja jetzt gar nicht immer mit den Nazis zu kommen, die hast du in Deutschland. Also es gab schon im Kaiserreich so Satiren wie der Untertan oder Leutnant Gustl, die sich mit diesem nach oben buckeln und nach unten treten beschäftigt haben. Also das ist ja absolut nichts Neues. Aber außer vielleicht in Ostdeutschland, da hast du ja deutlich widerständigere Bevölkerung. Also sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik jetzt.
sind die gegenüber den Eliten deutlich, deutlich kritischer eingestellt. Erst einmal Demokratie lernen, das sind wir nicht wirklich, weil Demokratie bedeutet eben auch, Verantwortung zu übernehmen und auch den Mut zu haben, gegen eine Mehrheitsmeinung oder eine Medienmeinung zu stehen. Ja, stimmt, das ist ziemlich bemerkenswert. Die Deutschen, die jetzt, also die Westdeutschen, die ihr Leben lang nichts anderes kennengelernt haben als diese kapitalistische Demokratie, relativ unkritisch gegenüber den Herrschenden, also in letzter Zeit auch immer weniger mit Beginn der Energiepreise und der wirtschaftlichen Katastrophe, die die Ampel gerade anrichtet. Aber die Ostdeutschen, die sind schon seit Jahren sehr, sehr viel kritischer gegenüber dem, was in Berlin, in Brüssel, ja, und man muss es so sagen, auch in Washington entschieden wird. Das muss man mal so deutlich sehen. Diejenigen, die die Demokratie wesentlich kürzer erlebt haben, die sind wesentlich demokratischer. Die kritisieren ihre Regierung deutlich eher und hinterfragen das, was die Mächtigen machen, deutlich eher. Kevin, isoliert wird. Schalte da bitte die, weil du sagst, die Deutschen nach 45, ja. Schalte da bitte die DDR nicht mit der westdeutschen Adenauer-Clique in einen Pott. Ja, aber waren jetzt die DDR-Bürger weniger gehorsam? Ich kann das nicht bestätigen. Naja, also zumindest sagen wir mal. Du siehst es doch heute. Also du siehst doch, wo finden die größten Demonstrationen statt? In Ostdeutschland. Wo hast du weniger Vertrauen in die Medien? In Ostdeutschland. Wo hast du größere Wahlergebnisse für Parteien, die nicht diesem neoliberalen, woken, transatlantischen Mainstream angehören? In Ostdeutschland. Also wo hast du das größere Widerstandspotenzial? Wo hast du Bürger, die tatsächlich noch die Politik kritisieren und hinterfragen und die, wie gesagt, die hinterfragen, was die Mächtigen tun. In Ostdeutschland, das hast du nicht in Westdeutschland, beziehungsweise in viel, viel geringerem Ausmaße. Sind einige stolz drauf, dass Egon Krenz mal gesagt hat, wir machen diesen Übergang 89 ohne eine Waffe zu ziehen? Ja, bin ich genauso stolz, aber lieben, wir setzen das fort, mindestens in den nächsten Wochen. Es gibt leider noch einen Punkt, wo ihr so oft Jesus erwähnt habt um die Bibel, da muss ich noch einen draufsetzen zum Schluss und ich mache es extra kurz und das ist natürlich der Koran und Mohammed, über den wir keine Scherze machen können, wenn wir nicht die nächste Fatwa oder Morddrohung kriegen wollen. Meine Adresse ist bekannt, ich freue mich drauf, denn ich sage, der Ramadan. Okay, das ist jetzt das nächste Thema, das können wir uns gleich anschauen. Wir, wie gesagt, das war Dieter Dems Schlagzeile und ja, hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Also heute haut mich so keine Schlagzeile um. Paul Brandenburgs ist jetzt tatsächlich ein bisschen aktueller, aber ich ahne schon, dass ich da nicht so ganz mitgehen werde. Paul Brandenburg sagt, der Ramadan gehört nicht zu Deutschland. Das jedenfalls, wenn ich nur diese Schlagzeile höre, würde ich leicht anders sehen. Aber schauen wir mal, wie Paul Brandenburg das begründet. Wollen. Meine Adresse ist bekannt, ich freue mich drauf. Denn ich sage, der Ramadan gehört nicht zu Deutschland. Denn in Frankfurt, deiner Heimatstadt, lieber Dieter, da lässt die grüne Bürgermeisterin jetzt die Straßen schmücken. Wir haben es alle gelesen mit Happy Ramadan-Schildern. Die Frankfurter Allgemeine Regierungszeitung tut das, was sie tun muss gegen das gute Geld, was sie vom Staat bekommt. Sie jubelt. Das sei ein gutes Zeichen, erklärt uns eine Gastkommentatorin. Fasten kann verwirren, kann man sagen, wenn man nicht schon von grüner Ideologie total verwirrt ist. Aber nein, es ist kein gutes Zeichen, wenn wir Happy Ramadan-Schilder auch noch Wortwitz in die Fressmeile hängen. Ist kein Scherz tatsächlich so geschehen. Oder Fressgas heißt sie, glaube ich, in Frankfurt am Main. Welch Ironie. Es ist kein gutes Zeichen, wenn der Staat den öffentlichen Raum religiös schmückt und die Bürger dadurch mit Glaubensfragen bedrängt. Dass er es ausgerechnet in Person dieser Grünfaschisten eben unternimmt, mit Religion Hass und Gewalt zu sehen und mit einer Religion hier rauszugehen, die in unserem Land vor allem mit Hass und Gewalt assoziiert ist. Aus welchen Gründen ist eine andere Frage, aber das zeigt das Ausmaß des Niederganges unserer Gesellschaft. Und ja, es macht einen himmelweiten Unterschied, ob wir, Wortspiel, himmelweit, ich weiß, ob wir bei so einer Religion das Christentum oder eben den Islam betrachten. Ob man es nun mag oder nicht, das Christentum hat die gesamte Kultur in dieser Gesellschaft geprägt. Dazu muss man selbst kein Christ sein, dazu muss man das Christentum nicht mögen. Man darf es sogar herzlich ablehnen. Aber es ist eine historische Tatsache. Und das vom Islam zu behaupten, das ist bestenfalls Dummheit, meistens aber Ideologie. Und die Variante der Dummheit ausgerechnet hat dieser Tage einen Mann. Ja, damit hat Paul Brandenburg tatsächlich recht. Also dass der islamische Bevölkerungsanteil, den wir in Deutschland haben, der ist tatsächlich jung
der ist vor allem in der Geschichte der Bundesrepublik dazu gekommen. Vorher war der Islam in Deutschland absolut unbedeutend. Also hier hat Paul Brandenburg tatsächlich recht mit dem Punkt. Dann demonstriert der bisher für mich eigentlich der sprichwörtliche Mann ohne Eigenschaften war und ein zu spät gefrorene Buchvorlage. Und Bundesrepublik, das ist hier wirklich wichtig zu erwähnen, in der DDR gab es diese massive Zuwanderung von Zuwanderern aus islamischen Ländern eben nicht. Also das ist tatsächlich nur ein bundesrepublikisches Phänomen. Das ist kein Phänomen irgendeines anderen deutschen Staates, den es vorher oder gleichzeitig gab. Christian Wulff natürlich. Terry Pratchett hat mal sinngemäß geschrieben, der wunderbare Erfinder der Scheibenwelt, wer mehr als ein Satzzeichen hintereinander verwechselt, der sei jemand, das ist ein untrügliches Zeichen dafür, der seine Unterhose auf dem Kopf trägt. Da hat er völlig recht gehabt, der Terry Pratchett. Und genauso könnte man jetzt sagen in der Analogie, bei einer These ist es ähnlich ein Zeichen für Idiotie, wenn man die Politmumie Christian Wulff hervorkart und sie bestätigen lässt, was man da sagt. Das hat er in diesem Fall auch wieder getan. Er ist der zweiterbärmlichste Bundespräsident aller Zeiten, seit Herr Steinmeier im Amt ist. Vorher war er es, das mag ihn etwas stören und deswegen nutzt er jede Gelegenheit, sich öffentlich zu äußern. Der Mann gehört ohne seine Eigenschaften leider tatsächlich zu Deutschland. Aber es erstaunt kaum, dass seine Ehefrau Bettina Wulff sich immer wieder fragt, ob ihr Christian denn zu ihr gehört. Und die beiden, was anderes haben sie halt nicht zu bieten intellektuell, breiten ihr Liebesleben dann öffentlich in der Gala regelmäßig aus. Man weiß nicht, sind sie gerade zusammen, sind sie nicht zusammen. Aber wann immer er nun auftaucht, um irgendeinen Satz zu sagen, weiß man, wir sind weit, weit ab der Logik und mitten in der Peinlichkeit. Jetzt hat er sich wieder mal ins Ausgeschossen, hat uns damals erklärt, der Islam gehöre zu Deutschland. Nun sagt er uns allen Ernstes, es sei dann auch eine gute Idee, mal islamische Lieder zu singen. Und es fällt einem schon gar nicht mehr ein, was man dazu noch sagen soll. Das Einzige, bei dem Christian Wulff zuverlässig nicht enttäuscht jedenfalls, ist seine Dämlichkeit. Und nein, es ist wirklich keine gute Idee. Irgendeine, das sage ich betont, irgendeine Religionsförderung zur Sache des Staates zu machen. Ganz gleich, wen man damit integrieren will. Auch ganz gleich, ob man nur das Christentum fördern möchte. Wir erinnern uns an die Diskussion über das Christenkreuz in bayerischen Schulen, was zum Glück gegen dieses Kreuz ausgegangen ist. Denn wir wollen ja ein säkulärer Staat sein. Die Trennung von Staat und Kirche ist eine absolute Grundvoraussetzung einer bürgerlichen Demokratie. Und dass die auch ohne diese Trennung sowieso nicht funktioniert in Deutschland, steht auf einem ganz anderen Blatt. Es ist auch... Ja, auch hier hat Paul Brandenburg völlig recht. Also ich hatte schon am Anfang gesagt, okay, die These an sich, die sehe ich skeptisch, aber die einzelnen Punkte, denen kann ich jetzt grundsätzlich zustimmen. Nie wirklich geglückt in diesem Land. Wir haben schon zu viel Einfluss der christlichen Kirchen noch immer in diesem Staat, insbesondere noch immer, weil sie an Bedeutung ja sozusagen täglich verlieren, im freien Fall sind, weil sie der grünen Wokenkirche hinterherrennen und das Original ja natürlich lange nicht so erreichen wie in der Kopie. Schon die sind immer noch zu stark verwurzelt. Seien das nur die Rundfunkräte der Staatssender ARD und ZDF, wo sie drinstecken, das ist ein besonders plakatives Beispiel, wie auch andere Besetzungsgremien. Oder das kirchliche Sonderrecht der Kirchenbeamten und ihre arbeitsrechtlichen Ausnahmen, die sie haben. Wenn wir jetzt neben diesem Weihnachtskitsch, den das bedingt, in unseren Fußgängerzonen in Zukunft nur noch islamischen Tand, staatlich gefördert, und nur darum geht es hier, bitte, wichtiger Unterschied, ob man das privat aufhängt, was jedem Menschen zu Recht in einer liberalen Demokratie zusteht, oder eben mit staatlichem Geld. Wenn wir das jetzt noch angehen, haben wir das Gegenteil getan von Demokratie. 100%. Also, okay, ja. Wenn er das so formuliert, ich meine, da kommen gleich noch 13 Minuten, aber das ist absolut richtig. Der Staat sollte religionspolitisch sein und er sollte da auch nicht irgendwelche Fördermaßnahmen für einzelne Feste machen. Also das können die islamischen Gemeinden selber finanzieren, wenn sie halt unter ihren Mitgliedern genug einsammeln. Wenn nicht, dann halt nicht. Das ist keine Sache des Staates. Demokratieförderung, Integration, wir verstoßen gegen das Grundprinzip dieser angeblich säkularen Demokratie, wenn wir solche Religionsförderung betreiben. Und ja, nochmal, auch dass es der Islam ist, macht da einen Unterschied. Und es hat nichts mit persönlichen Zu- oder Abneigung zu tun, die ich tatsächlich persönlich über alle Religionen ähnlich verteile. Aber Tatsache ist, dass dieser Islam hier in Deutschland sich eben bisher in keiner Weise konstruktiv integriert hat. Das zeigen die immer wieder gescheiterten sogenannten Islamgipfel. Das zeigen die katastrophalen Verläufe, die wir haben bei diesen Integrationsversuchen staatlicher Art. Und auch die Tatsache, dass es bis heute da kaum zentrale Ansprechpartner, abgesehen von den türkisch geförderten DİTİB-Organisationen gibt, die gleichzeitig dann... Weil es eben im Islam nicht zwei große Kirchen, also Protestanten und Katholiken gibt, mit denen du reden kannst, sondern weil es viele kleine Untergruppierungen gibt. Der Islam ist alter als das Christentum, weshalb du logischerweise keinen Ansprechpartner hast. Du hast einzelne Gemeinden und die können sich zusammenschließen. Und wenn du einen starken Verband hast, wie DİTİB, der halt aus der Türkei gefördert wird, dann ist der halt logischerweise der stärkste Ansprechpartner. Aber wie gesagt, der Staat sollte sich da sowieso nicht einmischen. Das sollten die Muslime unter sich klären. Und wenn der Staat sich da raushält, dann braucht es auch keine Ansprechpartner.
kann auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden, je nachdem. Das heißt natürlich. Also, der Verfassungsschutz beobachtet alles. Also, das ist jetzt kein Garant für irgendwas. Der Verfassungsschutz beobachtet dich, wenn du mal in die falsche Richtung guckst. Es sei denn, du gehörst zu den Grünen, dann kannst du übelste antidemokratische Scheiße reden, mit Faschisten zusammenarbeiten, dann wirst du nicht beobachtet. Also, wenn du bei den Guten bist, dann hast du alle Karten auf deiner Seite. Wenn du dich beispielsweise in so Podcasts wie Paul Brandenburg hier blicken lässt, dann bist du wahrscheinlich auch schon auf der Beobachtungsliste. Also das ist jetzt kein Kriterium für irgendwas. Natürlich relativ wenig, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber es gibt zumindest immer wieder Grund genug, an deren, sagen wir mal, Demokratieneigung zu zweifeln. Islam ist, und das ist mein letztes religiöses Argument dazu, Islam ist Unterwerfung. Das ist das Grundprinzip dieser Religion. Wir haben Ähnliches im Christentum erlebt. Sie hat die härteste Zeit, zumindest in unseren Breiten, offensichtlich gerade hinter sich. Über den Islam kann man das vielleicht nicht unbedingt sagen. Aber das Entscheidende eben, und nur das geht etwas uns Nicht-Islam-Anhänger oder nicht-christlichen, nicht-religionsgeneigten Menschen etwas an. Die Aufgabe des Staates ist es, die Menschen in Ruhe zu lassen vor Missionierungsversuchen jeder Art und auch selbst keine zu unternehmen. Und deswegen ist es in der Tat aus meiner Sicht, lieber Dieter, ich habe deinen Kopfschütteln wohl bemerkt, eine absolute Katastrophe, wenn der Staat religiöse Missionierungsmaßnahmen mit dem Argument, wer auch immer, mit dem Argument in dem Fall der Integration beispielsweise in Frankfurt in der Freskas aufhängt. Ich glaube, es ist nicht nur Frankfurt als letzte relative Ehrenrettung deiner Stadt. Ich glaube, es ist jetzt sogar in einer zweiten Stadt groß angekündigt dazu gekommen. Irgendjemand jubelte. Weil gerade einer im Chat schreibt, dem Islam fehle die christliche Aufklärung. Die Aufklärung, die ist, also das ist ein grundsätzlich falsches Verständnis davon, wie solche Prozesse wie die Aufklärung zustande kommen. Die Aufklärung ist zustande gekommen, weil sich die sozioökonomischen Bedingungen in den europäischen Gesellschaften gewandelt haben, weil bürgerliche Gesellschaften entstanden sind. Die islamischen Gesellschaften, also so pauschal kann man das jetzt definitiv nicht sagen, aber ich mach's mal konkreter, viele arabische Gesellschaften sind zumindest zum Teil noch Stammesgesellschaften. Dort hat sich nur eine sehr dünne bürgerliche Schicht entwickelt, die überhaupt so etwas wie eine modernisierte Religion vorantragen könnte. Deswegen, also solange die materiellen Verhältnisse nicht gegeben sind, kann man, also eine Aufklärung kommt nicht dadurch, dass man die fordert oder danach ruft. Eine Aufklärung kommt dadurch, dass es breite Schichten in der Bevölkerung gibt, die sie tragen könnten. Das heißt, man kann hoffen, dass durch die ökonomische Modernisierung vieler arabischer Staaten, die ja gerade stattfindet, auch eine Aufklärung in diesen Regionen stattfindet. Also, wir sehen ja auch, dass Islam, also, das ist, islamische Staaten klingt ja jetzt immer so nach IS, aber das Staat mit einer mehrheitlich muslimischen Bevölkerung, die eine modernere sozioökonomische Struktur haben, die der von Industrieländern ähnlicher ist, wie die Türkei oder wie der Iran. Deutlich, deutlich modernere Staatswesen haben als beispielsweise Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Also da sind auch innerhalb der islamischen Länder sehr klare Unterschiede zu erkennen, je nachdem, wie die gesellschaftliche Struktur dort beschaffen ist. Also in Afghanistan beispielsweise kann man das sehr gut zeigen, da hat man zweimal versucht, mit massivster politischer Gewalt irgendwelche aus dem Ausland importierten Systeme aufzubauen. Einmal eine kommunistische Parteidiktatur und dann eine Demokratie, also ein korruptes, durch Wahlfälschung an der Macht gehaltenes Banditenregime, was sich auf amerikanische Besatzungstruppen stützte. Und beide Male ist das katastrophal gescheitert. Beide Male wurden diese Regime dann vertrieben, das eine Mal von den Mujahedin und das zweite Mal von den Taliban. Also in Afghanistan, da ist so eine Demokratie nach westlichem Vorbild oder eine kommunistische Parteidiktatur nach sowjetischem Vorbild einfach nicht möglich, weil die sozioökonomischen Bedingungen in dieser Gesellschaft nicht gegeben sind. Also in einer Gesellschaft, wo ein Großteil der Bevölkerung noch auf dem Land lebt, wo du eine extrem junge Bevölkerung hast, wo du keine Industrialisierung hast, das komplett vom Krieg zerstört ist, wo viele Regionen noch genauso rückschrittlich sind wie vor vielen hundert Jahren. Da ist erstmal modernes westliches Staatswesen oder modernes kommunistisches Staatswesen nicht möglich. Und da ist erst recht keine Aufklärung oder irgendwas, was in die Nähe davon geht, möglich. Dafür braucht es breite bürgerliche Trägerschichten und die gibt es in vielen mehrheitlich muslimischen Ländern eben nicht. Also, Paul, ich bin auch sehr dankbar, dass wir endlich mal ein richtig kontroverses Thema komplett widersprechen. Erstens hatte ich nicht Christian Wulff für den zweitdämlichsten nach Steinmeier, sondern Gauck. Zweitens glaube ich, dass er damals Mut bewiesen hat, als er gesagt hat,
Der Islam gehört zu Deutschland. Ich halte die These für falsch, aber er hat Mut bewiesen in einer Zeit, in der das ganz anders konnotiert war und in dem im Übrigen ja auch viele palästinensische Menschen, die an... Okay, sorry, dass ich jetzt hier so häufig unterbreche, aber ich gehe hier live dabei noch auf den Chat ein. In den 50er, 60er Jahren waren viele islamische Staaten doch sekundärer als heute. Das hat auch damit zu tun, dass die USA 1953 Mossadegh weggeputscht haben, die Mujahideen in Afghanistan aufgerüstet haben. Ja, in den 50er, 60er Jahren, da waren, was heißt säkularer und fortschrittlicher. Du hattest extrem instabile Demokratien in einigen Ländern. Und diese Demokratien, die sind in ihrer überwiegenden Mehrzahl gescheitert. Also das ist nun mal so. Also im Iran, wie gesagt, da hattest du den Militärputsch, aber ja, das ist, die Frage ist, inwieweit diese Demokratie im Iran ohne diesen Militärputsch überlebt hätte. Aber auch das Schah-Regime war ein Regime mit einer relativ dünnen gesellschaftlichen Basis. Die Basis des Schah-Regimes bestand vor allem aus Militär. Als das Militär dann nach Massenprotesten 1979 gesagt hat, nee, wir schießen nicht auf unser eigenes Volk, da war der Schah auch schon weg. Also das, du hast in diesen Ländern ja nur sehr, sehr wenig, also sehr wenige Regierungsformen, wo die wirklich stabil genug sind, als dass sie sich dauerhaft an der Macht halten können. Also das Einfachste ist eine Militärdiktatur, da sorgt das Militär einfach durch Repression dafür, dass keiner aufmuckt. Dann gibt es noch eine Parteidiktatur, die letztlich auch natürlich sich auf die Herrschaft des Militärs stützen muss. Wie du das in Syrien oder im Irak unter Saddam Hussein, also unter Saddam Hussein noch hattest, da waren ja die ehemaligen Baath-Parteien an der Macht. Oder eine religiöse Massenbewegung. Und das ist im Iran 1979 passiert. Da hat sich das Kleinbürgertum, die Händlerschicht, mit dem Klerus verbündet und das hat dann gereicht, um die sozioökonomische Basis für eine stabile Herrschaft zu schaffen. Und dieses Regime, das hat mittlerweile seine eigenen Repressionsapparate geschaffen, das hat auch ein ziemlich eigenes Staatswesen da aufgebaut und das hält sich bis heute an der Macht. Also ja, es ist halt schwierig. Und definitiv, der Westen hat ein Interesse daran, dass dort radikal islamistische Regierungen an die Macht kommen. Also, weil die sich häufig leicht, beziehungsweise er hat, so das war falsch formuliert, er hat ein Interesse an der Stärkung radikal-islamischer Terrororganisationen, weil sich damit halt die Länder leichter kontrollieren lassen. Wenn du Assad stürzen willst, dann brauchst du irgendwelche Kämpfer, die davon überzeugt sind, ihn stürzen zu wollen. Da kannst du nicht einfach irgendwelche Söldner hinschicken, sondern da musst du wirklich Kämpfer hinschicken, die ideologisch davon überzeugt sind, dass Assad ein Ungläubiger ist, dass er weg muss und dass man da eine neue, einen neuen islamischen Staat gründen muss. Deswegen haben die USA ein starkes Interesse daran, islamistische Bewegungen überall hochzurüsten. Genau das gleiche mit dem Mujahideen in Afghanistan, definitiv. Und es ist spekulativ, inwieweit die kommunistische Diktatur länger durchgehalten hätte, wenn es diese massiven Unterstützung für die Mujahideen nicht gegeben hätte. Vielleicht hätte sie dann die Aufstände niedergehalten, aber auch dann hätte sie mit massiver Repression regieren müssen. Also ist alles spekulativ, wie das ohne amerikanische Einmischung aussähe. Aber diese Länder haben, wie gesagt, nicht die sozioökonomischen Strukturen, dass sich da dauerhaft Demokratien etablieren können. Es kann eine Zeit lang gut gehen, es kann sein, dass dort Demokratien entstehen und dass sie sich auch halten, aber das sind dann extrem fragile Demokratien, das muss man dazu immer sagen. Allah glauben, da auch ein Stück Schutz darin gesehen haben. Zum Zweiten, ich höre auch gerne islamische Lieder. Es ist für mich eine Bereicherung, dass Cat Stevens, einer der größten Künstler, die mir im Leben über den Weg oder ans Ohr gelaufen sind, unter Yusuf Islam großartige Musik gemacht hat, kann ich nur empfehlen. Und ich glaube, dass auch hier die Toleranz noch ausgeweitet werden kann. Da stimme ich auch Christian Wulff, obwohl er mein politischer Gegner war. Ich war ja Landesvorsitzender der Linken in Niedersachsen, er war Ministerpräsident. Ich habe ihn dann später gegen die Angriffe der Bild-Zeitung bei Maischberger, bei Will und mehrfach, das waren dann noch meine letzten Auftritte dort, in Schutz genommen, als dass Christian Wulff dort, glaube ich, auch etwas Richtiges angestoßen hat. Im Übrigen, wenn man über den Islam redet, muss man eben auch darüber reden, dass es ein Teil des Konfliktes ist, dass viele, die jetzt hingemetzelt werden im Gazastreifen, eben auch dies mit dem religiösen Argument, dass man dem Islam gegenüber nicht mehr so tolerant sein darf, von Zionisten
von einer Religion, die in sich eigentlich nicht expansiv ist, die nicht andere bekehren möchte, in die Kirche einzutreten, sondern das eher so wie ein Closed Shop betreibt, niedergemetzelt werden. Also in jedem Fall im Übrigen finde ich das auch relativ, muss ich ehrlich sagen, relativ undifferenziert. Es gibt bei den Schiiten ganz andere Glaubensrichtungen als die Sunniten. Die Sunniten mehr beim Islamischen Staat und Irak und die Schiiten eben mehr beim Iran, gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Und ich finde, damit sich zu beschäftigen und den zu erkennen, ich bin Heide, überzeugter Heide oder Agnostiker, das fließt so ein bisschen bei mir in Tagesform. Aber dass man eben in jeder Religion diese Kreuzzüge, diese Hexenverbrennung, diese Inquisition wie in der Kirche, das Anbändeln mit dem Faschismus, wie bei den Katholiken, die bei Auschwitz die Augen weggedreht haben, wie bei den Evangelen, die ganz besonders begeistert den Nazis hinterhergelaufen sind, dass man in allen Religionen einen terroristischen Kern hat, dann, wenn er das tut, da hast du ja eigentlich den Punkt gemacht, nämlich wenn er in diesem Namen Kriege führt, andere zu ihrem Glück zwingen möchte, hat man entgegenzutreten. Man darf das Weihnachtsfest so beleuchten wie den Ramadan. Ich glaube, das darf man. Ich hätte es nicht gemacht, aber man darf es. Wenn daraus Schlussfolgerungen gezogen werden. Ja, das ist jetzt. Das hat Paul Brandenburg ja nicht gesagt. Er hat gesagt, der Staat sollte das nicht fördern. Also nicht, die sollen das nicht machen. Die hätten das da ruhig aufhängen können, aber dann hätten sie es selber bezahlen sollen. Das war sein Argument. Dass jeder, der eben an diesem Glauben hängt, ob jetzt welche Schattierungen auch immer dort, dass der eben auch ein Terrorist ist, musst du auch, Paul, entgegentreten, weil es gibt wirklich eine überwiegende Zahl. Mag sein, dass die Spitzenverbände der islamischen Gemeinden da nicht den Ansprüchen genügen, die wir haben, aber dann muss trotzdem gesagt werden, dass es eine Großzahl der Menschen gibt, die ihren Rahmen, dass da der Mohammed vom Dach einer Moschee oder eines Tempels mit dem Pferd in den Himmel geritten ist, oder bei den Katholiken, dass eine Jungfrau ein Kind bekommen hat und das wird dann eingedimpft. Aber Dieter, entschuldige, das meinte ich doch gerade ganz klar gesagt zu haben. Es geht eben nicht um eine religiöse Beurteilung irgendwelcher Dinge und eben. Ja, aber du darfst den Ramadan, doch auch feiern. Es darf von der Stadt sowas beleuchten. Ja, genau, das war ja nicht sein Argument. Also hier argumentiert Dieter jetzt an dem vorbei, was Paul gesagt hat. Deswegen funktioniert das nicht. Gott, nein, nicht mit Steuergeldern. Das Problem, wenn wir mit mündigen Bürgern zu tun haben, die sie unterscheiden können. Ja, ist halt so, wenn sie aneinander vorbeireden, dann ist das ein bisschen blöd. Zwischen der terroristischen Variante des Islamischen Staats und denen, die eben hier auch herkommen, teilweise auch eingeschleust werden. Richtig, als graue Wölfe und so weiter, die überall in ihrem Heimatland schon massenweise Menschen ermordet haben und dann in Deutschland eingeschlossen und das unbehelligt hier leben. Wenn du das nicht trennen kannst, die können ihren Unsinn, ihren religiösen Unsinn in meinen Augen, jetzt bin ich sehr intolerant, glauben, solange sie lustig sind, Gemeinde, und dann eben ohne Schämen. Und was du so en passant gemacht hast. Hier hätte man Dieter dem, glaube ich, mal unterbrechen sollen. Also ich mag es ja eigentlich nicht, wenn sie sich gegenseitig unterbrechen, aber ja, wenn er am Thema vorbeiredet, dann hat es keinen Sinn. Dann sollte man vielleicht nochmal klarstellen, was man meinte. Das nur darum geht's. Es geht um die Frage, kann man das mit Steuergeldern machen oder nicht? Und da sage ich nein. Ich bin sehr wohl der Meinung, dass die Leute privat feiern können, was sie möchten. Okay. Jeder kann das, ob das nun christlich ist oder nicht. Aber ich finde es eben absolut indiskutabel, dass wir mit Zwangsabgaben staatliche Missionierungsaktionen unterstützen. Ja. Nichts anderes ist das. Und dabei hat nichts damit zu tun, ob nun irgendein Anhänger oder irgendein Teilnehmer dieser Feier dem IS nahesteht oder irgendwem anders. Passiert mit Martin Luther, der ehrlich gesagt so sehr gegen den Vatikan gekämpft hat, auch ein übler reaktionärer Spießer war. Und ein Antisemit? Das wird immer so behauptet. Das ist mir jedenfalls, finde ich den Antisemitismus in seiner Zeit noch anders. Ich finde es ganz grausam, was er über die Bauern gesagt hat, was er über die Juden gesagt hat und so. Aber das ist immer noch was anderes. Jedenfalls ein übler reaktionärer Spießer. Aber das Martin-Luther-Fest wird auch mit Steuergeldern finanziert. Und das Weihnachtsfest wird auch. Und die katholischen Feste werden auch. Und dann sehen wir hier, ich wohne hier im katholischen Dorf, wenn die ihre Fronleichnam-Prozessionen machen, das heilige himmelwärts
leuchtende Blicken von denen, wo die sich auch dann sehr selbst gefallen und so in einer überheblichen Weise dann auf die anderen, die Ungläubigen, herabblicken. Das hast du in allen Religionen. Religionen ja. sind immer irgendwie ein Wissensersatz. Alles richtig, aber ich finde, dass es möglich ist, dass es möglich ist, dass wir uns auf die Suche machen nach Schönheiten auch deren von deren Kultur, nach dem Wissen über deren Religion, um anders uns mit ihnen auseinanderzusetzen, damit wir unsere zivilisierten Werte, die teilweise im Grundgesetz stehen, auch besser mit ihnen dann vertreten und verteidigen können. Können wir alles tun. Ich bleibe trotzdem dabei, dass das nicht von Steuergeldern zwangsweise in die Fußgängerzone als Missionierung gehört. Aber das kann man so oder so halten. Und dass wir uns ansonsten, glaube ich, einig sind, was die Grundeinschätzung von Religionen angeht, davon gehe ich aus, Dieter. Ich glaube, ich bin so christlich oder religiös wie du. Vermutlich, keine Ahnung. Ja. Kevin, dir gebührt bei wirklich strengem Blick auf die Uhr mit der Bitte um Kurzfassung das Schlusswort zum Thema. Vielen Dank dafür. Ich möchte mich nicht lange über Religion auslassen, weil das Thema ist viel zu komplex, um das jetzt hier so nebenher noch zu diskutieren. Ich würde mal generell dann eher über Glauben und Gott und die Welt reden, was das eigentlich bedeutet und wo die Werte verankert sind und ob es sich, was Glauben überhaupt bedeutet und Wahrheit und so etwas und Philosophie, griechische Philosophie und die 10 Gebote und überhaupt, warum ist ein Mann überhaupt, warum ist ein Mensch überhaupt religiös? Wir haben doch KI oder wir haben doch Wikipedia, um es mal runterzubrechen. Aber immer wenn Politiker sich für Politik, für Religion einsetzen, dann ja. Es ist immer populistisch und immer widerlich. Und zwar egal für welche. Wenn Politiker plötzlich ihre Kraft für mit und irgendwelche plötzlich die Religion als etwas entdecken, was sie immer schon gut fanden, dann sage ich immer: Achtung, da ist nicht das drin, was draufsteht. Ich möchte kurz beim Islam bleiben. Der Islam ist eine sehr, sehr gewalttätige Religion, ausschließlich völlig gewalttätig. Und deswegen bin ich froh, dass alle Staaten, die in der NATO sind, christlich sind, weil die sind ja total friedlich. Und was ich auch gut finde, ist, dass wenn man sagt, der Ramadan wird gefeiert und der Islam gehört zu Deutschland und ich wäre jetzt ein Moslem, ich bin kein Moslem. Ich kenne zwar viele Muslime, gläubige Muslime in meiner Familie, die man daran erkennen kann, dass sie da nicht hausieren gehen. Die sind einfach gläubig. Übrigens auch die Christen in meiner Familie oder die Juden in meiner Familie oder die Buddhisten in meiner Familie. Ja, sind alle, die gehen damit nicht hausieren und sagen, hallo ich und ihr müsst. Der hat eine große Familie. Ja, sondern es ist eben so, dass, woran kann der Moslem, ja, oder die Muslima innen, woran kann der eigentlich erkennen, dass der Islam zu Deutschland gehört? Kann er es daran erkennen, dass Deutschland sich nicht beteiligt an Kriegen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, die gegen muslimische Länder geflogen wurden? Also woran kann er das erkennen? Also der Moslem wird ja immer hervorgerufen, um irgendwie zu spalten. Dann ist, wir erinnern uns, seit dem 11. September ist ein Mann mit arabischem Hintergrund, ist dann immer ein Terrorist, wenn er einen Bart trägt oder wenn er keinen Bart trägt, dann ist er böse. Und dann kämpfen wir aber da plötzlich für und entdecken wir unsere Liebe für den Muslim. Wenn er nämlich ein Uigure ist und irgendwo in China unterdrückt wird, dann sind wir aber so dabei und müssen den retten. Und dann, ganz wichtig, wird er wieder missbraucht. Dann wird er ein bisschen wieder bombardiert in Jugoslawien, dann wird er woanders wieder und dann spielt er bei den Palästinensern überhaupt gar nicht. Oder ein Tschetschene gegen Putin. Geht dann so gar nicht und so. Also da wird er in Jugoslawien tatsächlich, da wurde er auch missbraucht, um gegen Serbien vorgehen zu können. Ich meine, der Kosovo ist ja auch islamische Provinz in Serbien, beziehungsweise jetzt eine de facto unabhängige Provinz, wird von Deutschland sogar als eigenständiger Staat anerkannt. Immer der Muslime, und wenn jetzt wieder Werbung gemacht wird, eine islamische Frau wurde, kam im Gefängnis zu Tode, dann passiert das in muslimischen Ländern, weil ein Nawalny in einem völlig muslimischen Russland, nee, ist jetzt nicht, ich bringe das mal durcheinander. Aber was ich sagen möchte, ist eben, das ist immer widerlich und da nimmt man jemanden in Haftung oder benutzt den, der nicht gefragt wurde. Und das ist beim Glauben besonders widerlich. Deswegen, ich möchte Paul recht geben, wenn man wirklich ein säkularer Staat ist, dann sollte man sich da raushalten, man sollte weder das eine noch das andere tun, aber dieser Staat, der ja überhaupt, also unser Staat, das Land Deutschland, das ist ja eben so, da ist Staat und Kirche ja getrennt, was man daran erkennen kann, dass wir ein Land sind, was Kirchensteuer eintreibt und ich glaube, das gibt es gar nicht bei den Muslimen. Also das wollte ich nur mal sagen, ist mir aufgefallen, das haben die gar nicht. Also was ich wirklich mal machen würde, ich würde ganz gerne in einer solchen Diskussion mal Leute zu Wort kommen lassen, die tatsächlich diese Religion vertreten und zwar von Berufswegen, dass die miteinander diskutieren und die Unterschiede ausmachen und wir werden feststellen, das ist eine abendfüllende Diskussion, aber sie sollte eben so mit Respekt geführt werden, dass man einfach eins erkennt, und das ist in allen Religionen da, in allen Religionen, wenn man sie wirklich richtig auslegt, geht es darum, dass das Leben heilig ist und dass man nicht leichtfertig über andere richtet. Man kann eine Religion natürlich immer missbrauchen, man kann sich immer irgendeine Sure rauskramen oder irgendwie aus dem Alten Testament zitieren, um dann zu sagen, wir dürfen jetzt aber auch Auge um Auge, kann man immer alles machen, trifft es nicht. Ich kann nur eins sagen,
wenn Religion benutzt wird im Wahlkampf oder in einem vorgezogenen Wahlkampf oder aber in irgendeiner Art politisch etwas zu tun, dann wird sie benutzt. Das ist eine Form von Vergewaltigern, ja, bei denen, die das benutzen, nichts mehr einfällt. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil es echt widerlich ist. Deswegen sage, würde ich sagen, nimm deine Finger weg von Religion und kümmere dich um das, wovon du was verstehst, vom Populismus. Und das ist wieder mal aufgeflogen. Wollte gerade sagen, das, wovon Sie was verstehen, ist halt nicht viel. Populismus kommt vielleicht gerade noch hin. Wir klären vielleicht das ganze Problem mit der Religion. Vielleicht bringen wir... So, also da würde ich tatsächlich sagen, das war eine kontroverse Debatte. Zwei Anmerkungen zum Schluss noch. Erstens, wer behauptet, das Christentum hat eine Aufklärung durchgemacht, da würde es doch nie so eine Terrororganisation geben, so wie das in islamischen Ländern passiert. Erstens, diese Terrororganisationen, die sind ein modernes Phänomen. Der politische Islam, der moderne politische Islam, also Muslimbruderschaft, die Richtung, der ist weniger als 100 Jahre alt. Der ist eine Reaktion auf die Moderne, eine antiwestliche Reaktion, die in den islamischen Ländern entstanden ist und die erst groß werden konnte durch das Scheitern des arabischen Nationalismus. Die andere Form des politischen Islam ist jetzt falscher Begriff, der Wahhabismus. Der ist in der arabischen Wüste groß geworden im 18. Jahrhundert und der wäre niemals zu weltpolitischer Relevanz gekommen, wenn die Briten den al-Sauds, die als Stammesreligion den Wahhabismus hatten, nicht ihren eigenen Staat geschenkt hätten nach ihrem Sieg über das Osmanische Reich im Ersten Weltkrieg. Und der Wahhabismus, der wäre ohne die Hilfe Saudi-Arabiens und der USA niemals zu so einer relevanten politischen Kraft geworden. Das ist die Folge westlicher Einflussversuche, und dass in islamischen Ländern solche extremen Bewegungen hervorgehen. Wie gesagt, dass diese extremen Bewegungen wahhabitisch sind, hängt mit der Stärke Saudi-Arabiens, mit zig westlichen Einflussversuchen in dieser Region zusammen. Muss man in die Geschichte gehen, möchte ich jetzt im Einzelnen nicht machen. Aber dass dort extreme Bewegungen entstehen, dass dort sehr instabile Staatssysteme entstehen, dass dort Demokratien nach westlichem Vorbild angesichts der sozioökonomischen Verhältnisse unmöglich sind, das liegt an der dortigen Gesellschaftsstruktur. Ein christliches Land mit einer solchen Gesellschaftsstruktur wie die islamischen Länder, es würde auch christliche Terrororganisationen hervorbringen, beziehungsweise das bringt sie hervor. Wer das nicht glaubt, der google mal bitte Lord's Resistance Army. Das ist eine christliche Terrororganisation, die sich in Afrika für die Einführung eines Gottesstaates auf Basis der 10 Gebote einsetzt. Also nur mal diese, also das war meine erste Bemerkung. Es liegt nicht an dem Islam, der so gewalttätig wäre, sondern es liegt an den materiellen Verhältnissen, wie so häufig. Also einfach zu sagen, diese Religion, die ist böse und deswegen geht es diesen Ländern so schlecht, das ist vollkommen verfälscht, das ist keine Analyse, das ist einfach billigstes Suchen von Feindbildern, das ist das Erste. Und zweitens, wir haben in Deutschland 5 bis 6 Millionen Muslime. Diese Muslime, zumindest der Teil, der sich legal aufhält, wir haben hier auch noch 300.000 Geduldete, die sind nicht alles Muslime, sind auch, möchte ich jetzt nicht genau ausführen, auf jeden Fall haben wir 5 bis 6 Millionen Muslime, von denen sich der überwiegende Teil legal in Deutschland aufhält und von denen sehr, sehr viele eine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Diese Menschen gehören selbstverständlich zu Deutschland. Also, was wollt ihr machen? Leute, die sich hier völlig legal aufhalten, aus unserem Land wegtreiben. Nein, das will natürlich niemand. Also wir werden in Deutschland auf absehbare Zeit einen relevanten islamischen Bevölkerungsanteil haben. Egal, was irgendwer sagt, und dagegen hat Paul Brandenburg hier ja auch überhaupt nicht argumentiert. Also das war ja gar nicht das, was er gesagt hat, sondern nur der Staat solle sich nicht einmischen. Also er hat ja gar nichts gegen die Muslime gesagt. Und ja, wenn ein relevanter islamischer Bevölkerungsanteil, also ungefähr 6-7% unserer Bevölkerung, sich dauerhaft hier in Deutschland aufhält, ja, da gehören diese Menschen und da gehört natürlich auch ihre Religion zu Deutschland. Und dann zu sagen, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, ist ein ziemlich albernes Statement. Also du kannst sagen, er gehört nicht zum deutschen Staat, der deutsche Staat soll säkular sein, okay. Aber Islam gehört offensichtlich zur deutschen Gesellschaft, wenn es hier einen islamischen Bevölkerungsanteil gibt. Ja, das waren meine zwei Bemerkungen zum Abschluss. Und angesichts dessen, dass Paul Brandenburg, wie gesagt, die Schlagzeile finde ich jetzt viel zu pauschal. Ich fand seinen Beitrag hier eigentlich gut. Dass er das gesagt hat, gehe ich immer auf Nachschlag Express und stimme tatsächlich für die Schlagzeile von Paul Brandenburg. Also das war die mich, ja, wo ich die Diskussion am interessantesten fand, wo ich selber auch am meisten zu sagen konnte, weil das so ein breites Thema ist. Also ich glaube, Kevin Sofisierwasch, der hätte da auch jetzt eine ganze Stunde zu reden können, wenn man ihn gelassen hätte. Also das,
Das ist ein großes Themenfeld, weitet mal ein bisschen den Blick. Die anderen zwei Themen, ja, die waren so wie immer, wir müssen zusammenkommen, wir müssen uns nicht alles gefallen lassen, was die Regierung da gerade wieder veranstaltet, was große Konzerne da gerade veranstaltet. Ja, schöne Appelle, aber Thema der Woche ist, glaube ich, das, was Paul Brandenburg hier gesagt hat. So, wie gesagt, abstimmen, wenn ihr das wollt, könnt ihr auch auf nachschlag.ip/express. So. Tatsächlich führt gerade die Schlagzeile von Paul Brandenburg mit 101-90-40. Also die meisten Leute scheinen das so wie ich zu sehen. Gut, ich bin in der Mehrheit. ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.